Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding. Bremen 4, das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Das bin ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Altweiber-Donnerstag. Das ist nämlich heute. Heute beginnt Karneval in Köln und ich befinde mich zurzeit in Köln. Und es hat 3,5 Stunden gedauert, bis ich mich hier durchgeschlagen habe zum Sendegebäude des Deutschlandfunkes. Denn die ganze Stadt steht im Zeichen der närrischen Zeit, der 5. Jahreszeit. Kackeval! Es wird mit Scheiße geworfen, sich gegenseitig Bützje verpasst, Krawatten abgeschnitten und saufen, saufen, saufen. Auf der Straße rumlaufen, Verkehrsregeln missachten und unbeteiligte Passanten anpöbeln. Das ist jetzt das Motto bis zum kommenden Mittwoch. Dann ist nämlich Aschermittwoch und dann ist zum Glück endlich alles vorbei. Ich hasse Karneval wie die Pest. Das habt ihr vielleicht in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren, in dem wir diese Sendung jetzt hier schon machen, mitbekommen. Und wenn ihr auch Karneval hassen, ist es heute zum allerersten Mal hier eure Anlaufstelle Nummer 1. 0880 5x5. Es geht zum einen um euren Hass auf Karneval. Zum zweiten, und das ist das eigentliche Thema heute, mit dem wir eigentlich starten wollten, aber es hat sich so viel getan heute. Zum einen dieser unbändige Hass, der sich in mir aufgestaut hat. Zum anderen aber auch politische Ereignisse, die nicht unbesprochen sein wollen. Das eigentliche Thema aber heute war Fremdgehen. Auch mit Hinblick auf Karneval, so als Biene Maya verkleidet. Da fummelt es sich doch gleich viel befreiter. Also wenn ihr Erfahrungen habt mit, Petting an Karneval, gerne anrufen 0800 80 5x5. Aber auch das Thema Fremdgehen generell möchten wir heute nicht ausgespart lassen. Und ein drittes Thema, was um ungefähr 19.50 Uhr hier bei uns reinflatterte in die stets alerte Late-Line-Redaktion, wo 57 komplett vollrasierte Schimpansen sitzen und die Themen des Tages sichten, um sie dann heute Abend für euch aufzubereiten. Ist folgendes. Unser Bundesschnorrer Nummer 1, Christian Wulff, ich hätte fast Dr. Christian Wulff gesagt, aber es wäre der Ehre ein bisschen zu viel, kriegt jetzt richtig Ärger. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat beantragt, die Immunität des Bundespräsidenten aufzuheben. Darüber muss jetzt der Bundestag entscheiden und das bedeutet, bald können strafrechtliche Ermittlungen geführt werden gegen unseren Bundespräsidenten wegen des Vorwurfs der Vorteilsnahme oder gar der Bestechlichkeit. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass der Bundespräsident gegen den Bundespräsident strafrechtlich ermittelt wird, beziehungsweise dass eine Staatsanwaltschaft die Immunität des Bundespräsidenten aufhebt. Wir spielen heute Abend Wetten, Wulff. Ich nehme eure Wetten entgegen. Wie lange macht der Bundespräsident noch mit, bevor er zurücktritt? Ist es so, dieser Adolf-Sauerland-Effekt, der Duisburger Bürgermeister, bleibt er so lange im Amt, bis eine Abwahl organisiert wird? Oder wird er in den nächsten, ja, das ist jetzt die Frage, morgen, übermorgen, überübermorgen, der nächsten Woche zurücktreten? Ich nehme eure Wettangebote entgegen und wer am Ende am nächsten dran ist, der gewinnt das Amt des Bundespräsidenten, wird ja dann frei. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer und jetzt gibt es einen richtig geilen Song von einer richtig geilen Sängerin, die durch ihre Natürlichkeit besticht und die ich musikalisch, aber auch vor allen Dingen optisch ganz toll finde. Hier ist Lana Del Rey. Ihr hört die Late Line am Donnerstag, den 16. Februar 2012. Es ist jetzt 23 Uhr und ganz genau 11 Minuten. Und heute ist Altweiber der Beginn der richtig heißen Zeit des Karnevals in Köln und im Rheinland und in den ganzen anderen dumpfen Metropolen, wo dieses Fest gefeiert wird. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt auch vollgekotzt und über mit Exkrementen beschmiert vorm Radio, wenn ihr überhaupt noch sitzt und nicht schon liegt, vor lauter Erschöpfung, kostümiert, denn ihr habt Karneval gefeiert. Okay, ist euer Ding, müsst ihr wissen, aber ruft bitte an 0880 5x5, um euch zu unterhalten über das Thema Kackeval, das ist nämlich heute, oder wenn ihr fremdgegangen seid an Karneval, das gerne mal möchtet oder andere Fremdgehgeschichten zu erzählen habt, könnt ihr das auch gerne heute tun. Das ist nämlich heute, also quasi Karneval und Fremdgehen ist ja eigentlich das Gleiche. Und darüber reden wir heute in der Late Line. 0880 5x5 und natürlich, weil das so ganz aktuell reingeflattert ist hier, spielen wir heute auch Wetten, Wulff. Wie lange bleibt unser Bundespräsident noch im Amt, nachdem jetzt die Staatsanwaltschaft Hannover, die ja bekanntermaßen die härteste Staatsanwaltschaft ist, die es überhaupt gibt und die am wenigsten, das ist schon hoi, hoi, hoi. Also wie lange dauert es noch, bis
Bundespräsident Christian Wulff zurücktritt, nachdem jetzt die Staatsanwaltschaft Hannover die Ermittlungen aufgenommen hat, beziehungsweise die Aufhebung der Immunität beim Bundestag beantragt hat. 0880, 5 mal die 5. Und wir haben auch einen Blog für euch, das ist jetzt heute ganz neu, ist ein Blog auf lateline.de. Da könnt ihr, wenn ihr keine Lust habt, anzurufen, euch auch eintragen. Oder auf Facebook sind wir auch, das ist dieses im Facebook sind wir auch zu sehen. Da kann man uns was schreiben, das lesen wir dann auch meistens vor. Ich gucke mal eben, ob man hier noch schon mal was Sinnvolles hat. Meistens sind die Facebook-Kommentare eher sehr dumm, deswegen lohnt sich das nicht, was vorzulesen. Aber hier zum Beispiel, Jago schreibt zum Bundespräsidenten: Der Provinzmensch aus Osnabrück versucht mit Sicherheit wieder, das auszusitzen. Realitätswahrnehmung scheint ja nicht seine größte Stärke zu sein. Ansonsten wie immer nur dumme Kommentare bei Facebook. Aber zum Glück haben wir ja Martin, der ist 18 Jahre alt und du kommst aus Balkiel. Ist das richtig? Aus Balkiel, genau. Ja, Heikendorf. Heikendorf, ja, das kennt man wahrscheinlich gar nicht, aber ist ein schönes Dorf. Man kennt es nicht. Nee, aber Martin, schön, wie geht's dir? Erstmal schönen guten Abend, hallo, was hast du heute gemacht den ganzen Tag? Also im Moment ist noch Riedke bei mir, die ist auch 18 und aus Mönckeberg, auch bei Kiel. Mönckeberg, also die Stadt benannt nach der berühmten Mönckebergstraße in Hamburg, ne? Bestimmt, sie möchte auch mal was sagen. Sag mal was, Riedke. Hallo. Hallo, du bist auch 18, ne? Ja, genau. Schläfst du mit Martin? Nein, leider nicht. Wieso, was heißt denn leider nicht? Martin, gib mir mal Martin wieder. Ich bin dran, wir haben auf Lautsprecher. Wieso, wenn sie sagt leider nicht und willst du nicht oder was? Na, ich bin leider ein bisschen anders orientiert, deswegen. Ach, verdammt nochmal. So ganz gut klar. Oh, Manno, ey, Martin. Aber das ist ja dann, ich meine, da bist du ja prädestiniert, über unser heutiges Thema zu sprechen. Karneval und Fremdgehen. Also als jemand, der so ein bisschen anders orientiert ist. In Köln übrigens bist du da nicht anders orientiert. In Köln bist du Mainstream als Schwuler. Da ist ja Karneval ja, also das ist ja noch besser als CSD eigentlich, weil da kriegst du auch die Heteromänner an Karneval. Ja, nur die Schwulen sind ja eigentlich alle wirklich, die ficken ja überall, muss man ja wirklich sagen. Ist das so, Martin? Ich meine, du redest jetzt als jemand, ich gehe recht in der Annahme, dass du auch schwul bist, ne? Ja. Ja. Und du sagst jetzt quasi über Menschen, die deine Geschlechtsvorlieben teilen, dass die überall ficken? Definitiv. Weil du da aus eigener Erfahrung sprichst, oder? Also nicht von mir, aber von allen Leuten so ungefähr, die ich kenne. Bis ja. Ein Drittel vielleicht. Wirklich? Ist das wirklich so schlimm, wie man sich das so vorstellt als Hetero? Ja. Rieke kann davon sprechen. Ja. Sie hört das immer von mir. Wie Rieke, erzähl doch mal. Der Martin erzählt dir immer... Ich muss dir immer die ganzen Liebschaften... Das ist zahlreich. Du musst dir die Liebschaften von Martin anhören? Ja. Also ist Martin doch ein ganz schön schlimmer Finger? Das stimmt gar nicht. Was? Das stimmt absolut nicht, nein. Ich bin kein schlimmer Finger. Ich würde niemals jemanden betrügen. Das heißt, du wechselst dann dafür aber stündlich deine Partner, was dann eigentlich kein Betrug ist. Also du hast quasi Sex und dann sagst du, so, das war's, sorry. Also wenn ich wirklich was mit jemandem anfange, dann bin ich auch treu. Mhm. Aber ich hatte es auch schon, dass diese Person mir gesagt hat, dass sie mich liebt und wir eine Beziehung geführt haben. Und dann ich rausbekommen habe, dass sie mich vielleicht betrügt. Und dann war nur das Thema, oh, Sex ist ja kein Betrügen, weil da sind ja keine Gefühle bei. Das ist so ungefähr. Sex ist kein Betrügen. Was sind das für Maßstäbe bei euch Homos? Ja, weil da sind ja keine Gefühle dabei. Ist das so? Nö. Das ist ja nur was Körperliches. Wie geil, dass Rick im Hintergrund auch so, nö. Bei mir sind beim Sex auch keine Gefühle, nö. Hä? Ja, nur was Körperliches. Ja. Du, aber sag mal, Martin... Das auch anders, muss ich wirklich dazu sagen, aber... Schwul in Heikendorf bei Kiel zu sein, ist aber auch nicht einfach, oder? Aber wir haben die Trauma in Kiel, das ist ja eigentlich ganz lustig. Was heißt das? Also Trauma ist einmal im Monat eine Party für Schwule. In dem Dorf, ja? Nee, in Kiel. In Kiel, ach so, aber in Heikendorf bist du wahrscheinlich der Einzige, oder? Oh nee, es gibt ein paar, aber die sind nicht so ganz in meiner Altersklasse. Also ältere Schwule, die sich dann zur Ruhe gesetzt haben. Genau. Ja, schön, Mensch. Also, dann erzähl doch mal, Karneval und Fremdgehen, wie läuft das denn jetzt bei dir in deinem Bekanntenkreis? Oder hast du eine Geschichte zu erzählen zu diesem Thema? Hallo? 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 Ja. Da, wenn es ernst wird, ne? Wenn es ernst wird, dann zieht er den Schwanz ein. Der Martin. Martin, ruft doch nochmal wieder an oder wir rufen dich nochmal an. Das kann ja wohl nicht angehen. Wir vertreiben uns die Zeit mit Martin, 27 Jahre alt. Hallo, hello, Allah und was man sonst noch so sagt im ganzen Gesendegebiet. Petri Heil. Ja, genau. Martin, wie läuft's? Ey, du kommst aus Kaiserslautern. Ja, der großen Karnevalshochburg Kaiserslautern. Da ist ja Karneval, ja. In der Pfalz ist Karneval, ne?
Ja, aber ich wohne jetzt schon fast 7 Jahre. Ich habe das eigentlich noch nicht mitbekommen. Das Schlimmste war immer nur die Musik in der Mensa an Weiberfastnacht, wenn dann die Frauen sich mal ein bisschen verkleidet haben, dann da so Kinderkarussell-CDs eingelegt haben. Ist denn Karneval in Kaiserslautern so wie in Köln? Also notdürftig verkleidet, so schnell wie möglich was zum Bumsen und Abschießen suchen? Ich glaube nicht. Also das hätte ich irgendwann mal mitbekommen. Da ist Dienstag, glaube ich, so ein Umzug, aber so ein paar Sitzungen in irgendwelchen Bürgerhäusern, aber sonst. Nee, also es gibt ja auch so richtig traditionellen Karneval, wo die Menschen dann mit so Holzmasken oder als so ganz merkwürdige Hexe verkleidet durch den Stadt laufen. Aber es ist in Kaiserslautern eher, sagen wir mal, konventionell. Also Kostüme aus dem Supermarkt oder selbst genäht, als Schlumpf verkleidet, Biene Maja und Engelchen und Teufelchen und dann wird gesoffen. Ja, das denke ich. Ich bin aber wirklich weit auseinander, immer weit weg von gegangen. Ah, okay. In Köln ist bestimmt jetzt die Hölle los, oder? Das ist der absolute Albtraum. Heute lauter lustige, betrunkene Leute und dann die ganzen Karnevalisten noch. Was hat das mit unserer Staffel Barco zu tun? Das war doch heute auch das Finale eben. Ja, aber glaubst du, dass das in Köln irgendjemand interessiert? Heute könntest du in Köln theoretisch die kommunistische Räterepublik ausrufen und es würde keinen interessieren. Heute kannst du auch keine Ämter besuchen, du kannst heute nichts machen, du kannst nicht einkaufen gehen, obwohl kein Feiertag ist. Die ganze Stadt ist komplett lahmgelegt. Ja, ich weiß, ich war mal Weiberfastnacht in Köln, ja. Um nach Dresden abzuhauen im Nachtzug. Das habe ich noch nie erlebt. So viele Leute und furchtbar. Normalerweise flüchte ich auch immer an Karneval, aber da ich ja diese arbeitsmäßige Verpflichtung habe bei der Late Line, konnte ich leider nicht die Stadt verlassen. Aber anders lässt sich das eigentlich nicht aushalten. Ja, hättest du doch gestern schon irgendwo in den Osten fahren können und von da aus irgendwo senden, in unserem vom Dresdner Zwinger aus oder so. Ja, ich habe das, glaube ich, im letzten Jahr schon erzählt. Normalerweise fahre ich gerne nach Weimar über Karneval. Das ist immer sehr schön da, weil das wirklich eine Stadt ist, die mit Karneval echt nichts am Hut hat. Und man trifft sehr viele Kölner und Rheinländer da, die auch flüchten. Echt? Ich dachte, das wird, wenn man da geboren wird, gehört das dann nicht quasi so dazu, dass man da sein muss? Oder? Ja, wenn man hier geboren wird. Aber ich bin ja nicht hier geboren, ich bin ja Bremener, wie man im Rheinland sagt. Natürlich heißt das in Wirklichkeit Bremer. Also ich hasse das so aus richtig vollem Herzen. Ich werde mich auch nie dran gewöhnen, an dieses dusselige Verkleiden. Und ich meine, was ist denn das für eine Spaßfeier, wo alle gezwungen werden, sich zu verkleiden? Und wenn man nicht verkleidet ist, dann wird man ausgegrenzt. Ist ja eigentlich wie sonst, nur halt umgekehrt. Ja, du hast noch gar nicht erzählt die Geschichte, dass du mal jemanden beim Verrichten der Notdurft vor der Tür entdeckt hast. Das wird schon, habe ich noch nicht erzählt dieses Jahr, ne? Das erzähle ich immer ganz gerne, wenn es um Thema Karneval geht. Richtig, das ist, ich möchte, dass es sowas wie Dinner for One wird. Immer wenn Karneval ist, erzähle ich diese Geschichte. Soll ich sie erzählen, Martin? Ja, gerne. Ich freue mich wieder. Ich glaube, ich habe sie auch schon länger als 2 Wochen nicht mehr erzählt. Als ich das allererste Mal in Köln Karneval erlebt habe, das war im Jahr 2004, bin ich gerade frisch eingezogen in meine damalige Studenten-WG. Stimmt natürlich nicht, aber frisch eingezogen und trete morgens an einem kalten Februartag vor die Tür. Und was sehe ich? Einen Haufen Menschenscheiße direkt vor meiner Haustür. An Altweiber-Fastnacht hier in Köln. Und woher wusste ich, dass es Menschenscheiße ist, Martin? Der Mensch klebte noch dran. Richtig, der Mensch hing noch dran. Du hast die Geschichte aber gut gemerkt. Wann habe ich sie das letzte Mal erzählt? Ich weiß nicht, letztes Jahr hatten wir doch auch eine Karnevalssendung. Kotze, Kacke und Kamelle hieß die, glaube ich. Ja, das stimmt, woher weißt du das? Ich höre zu. Ich will meine Rundfunkgebühren ja auch irgendwie wiederkriegen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Vielleicht machst du mal demnächst einen Besinnungsaufsatz nach jeder Sendung, damit wir dann auch kontrollieren können, ob du wirklich alle Inhalte verstanden hast. Ja, ich schreibe eifrig mit und ich habe schon 2 dicke Aktenordner nur mit Protokollen voll. Du schreibst eifrig mit? Eifrig. Ach, eifrig. Eifrig. Ja. Du, weswegen rufst du eigentlich an? Also, du hast Karneval, du bist auch Karnevalshasser. Ja, ist das? Ich komme aus dem Westerwald, übrigens aus der gleichen Gegend wie unser Star für Baku. Und da habe ich auch in Hochburgen gewohnt und meine Eltern wohnen immer noch in einer Hochburg. Deswegen bin ich da auch von diesem rheinischen Karneval infiziert. Ich habe doch mal als Kind mitgemacht, war ich mal im Elferrad und habe auch mal so eine Büttenrede gehalten. Aber ja, im Nachhinein denke ich auch, das ist eigentlich... Wie mit der katholischen Kirche. Irgendwann wurden mir dann mal die Augen geöffnet, dann bin ich ausgetreten. Mhm. Jetzt ist es quasi genauso. Es ist eigentlich ganz toll, dass ich in der Pfalz wohne, nicht in Köln studiere, Bonn, ja. Düsseldorf oder so. Aber anders als bei der katholischen Kirche kann man sich beim Karneval leider überhaupt nicht entziehen. Also der katholischen Kirche kann man ja den Rücken kehren und sagen, ich betrete eure Gotteshäuser nicht wieder und bis auf so ein paar, sagen wir mal, über unsere Steuergelder eingetriebene Unterstützungsmoneten, die katholische Kirche auch bekommt von dir, wenn du nicht in der katholischen Kirche bist, hast du mit der ja eigentlich relativ wenig zu tun. Aber Karneval ist ja nun wirklich überall so eine... Naja. Aber Martin? Ja? Warum erwähnst du eigentlich so oft unser Star für Baku?
ich weiß nicht, ich war selber mal bei einem der Castings und weil nein, du warst bei einem der Castings für Unser Star für Baku? Ja, ich war aus Neugierde mal da. Als Zuschauer oder als Sänger? Nee, als wirklich als Sänger. Und wurde es nicht genommen, sonst würdest du ja nicht telefonieren hier mit uns. Leider nein. Leider nein. Und was hast du gesungen? Wie war das Casting? Erzähl mal. Es war am 24. September letztes Jahr. Da bin ich morgens nach Köln gebraust, samstagsbombs. Die meiste Zeit war einfach warten, nachdem man da mal diesen Vertrag da unterschrieben hat, dass man fast alle Rechte abtritt an Brainpool. Muss man relativ lange warten, dann wird man aufgerufen. Man muss alle Rechte an Brainpool abtreten? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so knallharte Geschäftsleute sind von diesem Familienunternehmen da in Köln-Mühlheim. Ja, vielleicht habe ich mich auch verlesen und es war irgendwas anderes, aber irgendwas mit Rechten stand da drin. Vielleicht haben die irgendwas mit den Rechten oder den Linken zu. Ich weiß es nicht. Ja, weiß man nicht. Ja, wurden wir halt alle vor so einen kleinen Raum geführt. Das war wie so eine Abstellkammer von der Größe her. Da sollte man sich, das kennt man, glaube ich, wenn man mal diese Sendung gesehen hat, hinstellen. Soll man sagen, wer man ist, was man jetzt singt und dann singt man. Was hast du gesungen? Ich habe einen Titel von Stefan Quildis gesungen. Wie heißt der? Der Titel heißt Geht klar. Ah, okay. Und du wurdest nicht genommen? Leider nein. Hast du eine Begründung bekommen, warum, oder einfach nur, wir rufen dich zurück und dann nie wieder was gehört? Nee, man wird noch nicht mal zurückgerufen. Wie, bitte erst alle Rechte abtreten und nicht mal zurückgerufen werden? Ja, ich war auch sehr empört. Das kann nicht angehen. Ey. Du, da lass ich mal meine Kontakte spielen, da frage ich mal nach, was soll denn das? Den Martin da so zu behandeln in Kaiserslautern. Ja, ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein nicht besser ist, jetzt dieser ganze Rummel da, der da... Ja, also was heißt, beziehungsweise dieser ganze Nicht-Rummel, ich meine, wenn du letztes Jahr dabei gewesen wärst, beziehungsweise vorletztes Jahr bei Unser Star für Oslo, ich meine, das wäre toll gewesen. Aber Unser Star für Baku ist ja nun eher mal, und wer will nach Aserbaidschan in dieses merkwürdige, autoritär geführte, crazy Land da im Osten? Ja, ich habe auch in den letzten Tagen einiges darüber gelesen. Das ist merkwürdig. Der Stefan Raab meint ja selber, wenn man schon Aserbaidschan in diese EBU aufgenommen hat, dann müssen wir da auch damit rechnen, dass die mal gewinnen und man da einen Kandidaten hinschicken muss. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen... ich habe jetzt ein paar Geschichten gelesen darüber, wie die diese neue Veranstaltungshalle da gebaut haben, wo sie dann irgendwie ganze Wohnviertel oder Häuserblocks platt gemacht haben. Über Nacht, so eine Nacht- und Nebelaktion. Ja, genau, und die wurden dann geräumt und so, wie man das halt so machen kann in Staaten, wo es nicht so richtig mit der Rechtsstaatlichkeit so ganz genau genommen wird. Hinterher standen dann die Verantwortlichen vom Eurovision Song Contest auf irgendwelchen Balkons, haben sich das angeguckt und haben gesagt, ach ja, sieht doch eh viel besser aus als vorher. Und das ist also eine recht entspannte und zielorientierte Haltung, ne? Ja, sehr, sehr effizient. Und warum so bürokratische Hürden wie in Deutschland? In Stuttgart, genau. In Stuttgart werden monatelang Parks besetzt und so. Da ja, jetzt haben sie da die letzten Leute von den Bäumen runtergescheucht, ne? Ja, das wird da rumgesägt und abgerissen. Da irgendwann muss es ja mal losgehen, damit sich dieser Protest auch gelohnt hat. Ja, aber sag mal, ich dachte, der Park wäre jetzt schon längst gerodet oder was die immer da machen wollen in Stuttgart. Ich weiß gar nicht, was da immer noch los ist. Man weiß es nicht. Und vor allem, haben sie nicht eine Volksabstimmung gerade verloren, die Parkschützer? Dann sollen sie sich gefälligst auch dran halten, an diese, wenn schon Demokratie einfordern, dann aber auch die unangenehme Demokratie. Ja. Alles nicht so einfach, glaube ich. Martin, so ist es. Ist alles nicht leicht heute, ne? Ist alles nicht so leicht. Du, aber gut, dass du nicht mitgemacht hast bei Unser Star für Baku. Vielleicht wirst du dann nächstes Jahr bei Unser Star für Minsk mitmachen oder so, wenn dann noch ein noch autoritäreres Diktatorenregime den Eurovision Song Contest an sich reißt. Und dann kannst du vielleicht nach Minsk mal fahren. Ist auch schön. Ach, das gehört diesen NDR-Mann, oder wie kommst du jetzt auf Weißrussland? Thomas Schreiber. Ja. Den Verantwortlichen. Jo. Der sagt ja, Aserbaidschan, zwischen Aserbaidschan und Minsk, da zieht er die Linie. Ja, Aserbaidschan, Baku geht gerade noch so, aber Minsk will er nicht mehr machen. Genau, ich habe das auch gesehen bei ZAP, deshalb weiß ich das noch. Also Minsk nein, Baku ja. Ja, da ist quasi der Rubikon überschritten. Genau. Womit wir noch bei der Schlussfrage sind, Wetten Wulf, von dir dein Tipp, Martin, was meinst du, wann tritt er zurück? Morgen? Übermorgen? Oder gar nicht? Ich meine, bei CDU-Leuten gehört das ja fast schon zum guten Ton, so ein bisschen Dreck am Stecken zu haben. Und bei Helmut Kohl, der hat ja auch sehr lange immer ausgesessen. Ich weiß nicht, das ist so eine gute Frage. Ja, aber meinst du wirklich, aber er ist ja nicht das Kaliber Helmut Kohl. Christian Wulff. Das ist ja wie wenn du, keine Ahnung, wenn du Thomas Gottschalk mit Markus Lanz vergleichst. Lanz,
Vielleicht, er hat natürlich das Pech, dass Karneval nicht so ganz auf ganz Deutschland verbreitet ist. Sonst würde er einfach sagen, warten wir, bis die alle betrunken nächsten Aschermittwoch aufwachen, dann erinnert sich keiner mehr an mich. Vielleicht, ja, es wäre wahrscheinlich toll, wenn er morgen zurücktreten würde, aber... Also du würdest dir wünschen, dass er morgen zurücktritt? Ja, dann hätten wir endlich mal, wenn wir dieses Thema endlich mal los. Ja, das nervt einfach, ne? Das bekommt einfach auch schon so einen Stuttgart 21-Touch. Das wird so ein Dauerbrenner. Ja, und es ist vor allem 1:1 übertragbar auf die Situation vom Duisburger Bürgermeister, der es ja auch 1,5 Jahre geschafft hat zu sagen, nein, ich trete nicht zurück. Nein, 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 nein. Und jetzt mit Pauken und Raketen verloren hat und zurücktreten musste, weil ihn das Volk abgewählt hat. Der dumme Souverän. Tja, da wurde der Adolf ganz schön sauer im Land. Dass ich mich immer frage, wie jemand, der nach 1945 geboren wurde, noch Adolf heißen kann. Naja, gut, aber es gibt ja unterschiedliche Geschmäcker. Ich würde meinen Sohn nicht mehr Adolf nennen. Das war noch vielleicht zu so übergeschwappt oder so, hatten die noch übrig ein paar Kann Namen. Sein. Vielleicht haben sie am Standesamt gesagt, Mensch, nennen Sie Ihren Sohn doch Adolf, das hatten wir länger nicht mehr. Oder der Name kommt wieder in ein paar Jahren. Der Name? Frau Sauerland. Wie ich nach oben. Adolf. Der Name kommt wieder. In ein paar Jahren ist er wieder wirklich ganz angesagt. Aber ich möchte meinen Sohn gern Justin nennen, Justin Sauerland. Nein, machen Sie Adolf. Na gut. Gut. Martin, schön, dass du angerufen hast. Ich grüße dich. Tschüss nach Kaiserslautern. Ciao. Tschüss. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer der Late Line. Und wir reden heute über drei Themen. Also eigentlich ist quasi letztlich offene Themen. Ich möchte sogar noch ein viertes Thema mit hineinnehmen, worüber wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen haben in dieser Woche. Und eigentlich ist es ein brandheißes Knallerthema, was eigentlich in dieser Sendung heute optimal aufgehoben ist. Es geht um die Nachfolge von Thomas Gottschalk. Also nicht die am ARD-Vorabend, das ist ja klar, dass danach dann Dieter Nuhr kommt und dann halt wieder Florian Dingsbums mit dem Quiz am Abend in 30 Tagen. Aber es geht um die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Das werden die Jüngeren von euch nicht mehr kennen. Das ist sowas wie Verstehen Sie Spaß, nur halt ohne Witze und mit mehr Musicals und alle zwei Sendungen kommt Christe Berg oder Uwe Ochsenknecht. Da ist jetzt ein Nachfolgemoderator von Thomas Gottschalk bestimmt worden vom Bundesrat. Moderatorengebende Versammlung für Wetten, dass. Ist ja letztlich das letzte Staatsamt im Fernsehen, was auch ausgeübt wird. Und Markus Lanz moderiert jetzt demnächst dann Wetten, dass, nachdem es Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheid leider nicht geworden sind. Und zwar, weil sie sich wahrscheinlich verpokert haben. Sie haben sich verpokert. Sie wollten die Wetten rausschmeißen, nur noch Kraftklub und KIZ auftreten lassen und die Sendung sollte nur noch 30 Minuten lang werden, damit sie danach noch Zeit haben zum Party machen. Und das hat das ZDF zähneknirschend eigentlich akzeptiert, aber als Joko dann die komplette Sendung in den Vertrag reinschreiben wollte, dass er die komplette Sendung von einem goldenen Remover-Koffer ausmoderieren möchte, da ist dann dem ZDF-Unterhaltungschef Manfred Teubner der Kragen geplatzt und hat gesagt, komm, dann nehmen wir Lanz. Und jetzt ist es Lanz, Markus Lanz moderiert Wetten, dass. Schön, da wird demnächst mal mehr gekocht bei Wetten, dass. Kochen, dass. die Frage ist natürlich jetzt, wer übernimmt Lanz? Ich tippe Kerner, also die Talkshow Lanz. Kerner übernimmt Lanz, aber der Name bleibt bestehen. Also dann heißt es demnächst ZDF Lanz, heute moderiert von Johannes B. Kerner, um Kerner so dauerhaft zu demütigen. 0880 5x5, Benny, 24 Jahre alt, aus Hannover. Nein, aus Hamburg. Ja, aber warum steht hier in Hannover? Bist du dir sicher, dass du in Hamburg bist? Ja, dann hat Sophia was falsch gemacht gerade, wa? Nee, guck mal kurz aus dem Fenster. Was siehst du? Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade schwarz. Ja, dann bist du eigentlich bist du, dann müsstest du dann jetzt in Kaiserslautern sein, aber das kann nicht sein. Du bist in Hamburg, ne? Das ja, genau. Hamburg an der berühmten Hambe, das ist der Fluss, der durch Hamburg fließt. Du bist 24 Jahre alt und ich frage mal so Smalltalk-mäßig erstmal vorweg. Wie bewegt bist du vom neuen Wetten, dass Moderator? Das geht mir am A vorbei. Am Arsch vorbei? Ja, genau. Warum das denn? Ich meine, du bist ja mit 24 in der Blüte der Zielgruppe von Wetten, dass. Nee, aber sowas, ich gucke so selten Fernsehen, ich bin nur am Arbeiten, also... Was arbeitest du denn? Und wenn das samstags mal läuft, also ganz ehrlich, dann gucke ich eher hier ProSieben mit Schlag den Raab oder sowas. Ja, cool. Wenn überhaupt, also... Also Wetten, dass ist eher was für die alten Leute und nee, also das kannst von mir aus auch du moderieren, das ist mir wirklich egal. Ich habe es mehrmals öffentlich angeboten, aber das ZDF hat nicht mein Angebot annehmen wollen. Schade. Ich hätte es für kein Geld gemacht, also ich hätte nichts haben wollen, kein Geld, no money und ich hätte dann die Schulden gelegt. Also ich habe extra schon, ich habe schon, äh,
habe schon mir ein Toupet anfertigen lassen, so ein Lockentoupet, was ich mir aufgesetzt hätte und so extra. Also hätte Sophia gesagt, sie würde da gerne moderieren, dann hätte ich vielleicht auch mal zugeguckt, aber Sophia, so unsere von der Nettline, Telefonistin, ja genau. Wieso ja. Findest du Sophia erotisch oder was ist da los? Ist es jetzt ein Flirtversuch zwischen dir und Sophia? Nein. Nee, warum sagst du denn sowas? Moment mal, Benni, ganz kurz. Ganz kurz. Aber nur kurz, ja. Du willst jetzt hier quasi mit so Nebensätzen so an Sophia rumbaggern, ne? Nein, ach Quatsch, komm du. Nein. Sophia, ich hoffe, du hast das gehört, ne? Sophia? Sophia, komm mal kurz hier ans Mikrofon. Marc, hilf mal der Sophia, dass sie mal ans Mikrofon mal kurz kommt. So, Benni, jetzt pass mal auf. Jetzt geht's los. So. Hallo? Sophia? Ich höre euch nicht. Warum hörst du uns nicht? Hallo. Ja. Hallo. Jetzt. Ja. Sophia? Ja? Benni findet dich scharf. Ich finde Benni auch scharf. Oh, sehr schön. Das passt ja wunderbar. Absolut. Und er wohnt in der schönsten Stadt der Welt. Ja, richtig. Siehst du? Kennt ihr euch? Seid ihr irgendwie verwandt oder? Nee. Noch nicht. Eieiei. Wo seid ihr denn überhaupt? In welchem Bundesland? Ich bin in Köln, Sophia ist in Frankfurt in Hessen. Ja, dann kommt doch her nach Hamburg. Nein, Sophia, passiert das öfter, dass Leute so aufdringlich sind dir gegenüber? Nein, nie. Wirklich nicht? Aufdringlich? Ja, Benni, sicher, ich würde das schon sagen, es ist knapp vor Begrabbeln. Quatsch. Akustisches Begrabbeln, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Ich habe ja auch eine gewisse Es war sehr nett. Ja? Ja. Nein, also ich fand Sophia auch sehr nett. Also wie sie mich angerufen hat hier, das fand ich schon, war schon schön. Also, ich bin fast versucht zu sagen, Mensch, Benni und Sophia, dann vielleicht telefoniert ihr einfach nochmal miteinander. Sophia ist 19 Jahre alt, also eigentlich im besten Alter für dich, Benni. Ich denke 26. Wo? Moment. Sophia, hast du schon Benni gesagt, wie alt du bist? Nein. 18. Was ist denn da los, Sophia? Hinter dir, sag mal, ich mag hier meine Arbeit nach, nichts Böses ahnt. Im Hintergrund wird da irgendwie rumgefummelt. Ich gehe auch meiner Arbeit nach. Ja, aber du sollst ja jetzt nicht mit unseren Anrufern hier schlafen. Was? 0880 5x5 ist die Sexline heute. Bitte einfach anrufen. Sophia, vielen Dank. Ne? Geh mal wieder ans Telefon und mach da wieder deine Schmuddeleien. Benni. Ja. Das ist ja ein Leak, quasi ein Riss im System, den du hier aufgedeckt hast. Ich merke das schon, ja. Ist da Sophia im Hintergrund am Flirt mit unseren Anrufern? Das möchte ich eigentlich nicht. Nein. Okay. Eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich. Ich möchte das nicht. Okay. Eigentlich. Was heißt das? Es riecht nach Dienstaufsichtsbeschwerde, weil Sophia ist ja Beamtin, wie alle beim Hessischen Rundfunk ist Sophia Beamtin. Nein. Und da kann es sein, Strafversetzung, dass sie demnächst beim Bundespräsidenten im Vorzimmer arbeiten muss zum Beispiel. Ja. Und ich denke mal dann wäre sie ja in Hamburg, Mensch, das wäre doch perfekt. Weil der Bundespräsident in Hamburg sitzt, oder was? Na, Herr Wolf, im Schloss Bellevue. Das ist aber nicht in Hamburg. Naja, gut, aber fast so. Fast in Hamburg, ja. Berlin. Das wäre ja... Berlin, das ist Guck mal, Berlin und Hamburg, das ist ja nicht die Welt. Ja, das stimmt, das ist nicht die Welt. Die Welt ist die Welt, aber Berlin und Hamburg sind bloß zwei Städte. Zwei kleinere. Ja, gut, aber es wäre nicht so weit wie jetzt Hessen oder so, ne? Das ist natürlich. Ja. Ne? Ja. Benni, ich merke schon, die Erektion schwillt langsam ab bei dir. Ich möchte da nicht schuld dran sein. Deswegen lege ich mal auf und sage vielen Dank, dass du angerufen hast. Und Sophia ruft dich sicherlich nach 1 Uhr nochmal zurück dann. Ne? Ja. Schauen wir mal. Durch die Nacht grunzen. Auf jeden Fall schön, ja. Ja, ciao. Tschüss. Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Ich möchte das also wirklich nicht. Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit, was hier hinter meinem Rücken getrieben wird für einen Schmuddelkram. 0800 80 5x5. Ihr landet bei Sophia dann im Ohr. Und wenn die euch zurückruft, dann landet die hier bei mir in der Sendung. Und wir reden heute über das Thema Kackewall. Zum einen ist ja heute Kackewall, fängt ja an. Dann geht es ums Thema Fremdgehen. Es geht aber auch ums Thema Markus Lanz. Markus Lanz ist der Neue, bei Wetten, dass. Und zu allerletzt reden wir natürlich auch über das Thema Bundespräsident Christian Wulff. Christian Wulff. Der hat jetzt richtig Scheiße an den Füßen, weil die Staatsanwaltschaft Hannover beantragt hat, seine Immunität als Bundespräsident aufzuheben. Das wissen vielleicht viele von euch nicht, dass man, wenn man zum Beispiel im Bundestag ist, also ein Bundestagsabgeordneter ist, dass man eine Immunität genießt. Also man ist vor Strafverfolgung geschützt. Das hat vielerlei, also hat viele gute Gründe, hat aber auch einige schlechte
also es hat auch Nachteile manchmal. Und wenn man gegen einen Bundestagsabgeordneten oder einen Minister oder einen Bundeskanzler oder einen Bundespräsidenten, wie in diesem Fall bei Christian Wulff, ermitteln möchte, weil er Dreck am Stecken hat, dann muss man vorher diese Immunität, die dieser Bundestagsabgeordnete oder Bundespräsident hat, also dass sie vor Strafverfolgung geschützt wird, muss man aufheben lassen durch Beschluss des Bundestages. Der muss also mehrheitlich sagen, der Bundespräsident, der ist jetzt zum Abschluss freigegeben, die Staatsanwaltschaft darf ermitteln. Und das wusste ich gar nicht, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo die Immunität aufgehoben ist, die kompletten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover ausschließlich auf Hörensagen basieren, beziehungsweise auf dem, was man so in den Zeitungen liest, was andere Leute herausgefunden haben, aber sie dürfen nicht zum Beispiel sein Büro durchsuchen oder mal Telefongespräche abhören oder so, sondern das muss erst beantragt werden. Interessant, oder? Da sollte man sich mal überlegen, ob man vielleicht Bundestagsabgeordneter wird oder Minister und dann einfach eine Reihe an keine Ahnung, Banküberfällen begeht. Und dann schafft man sich eine Menge Kohle zur Seite und erst, wenn man ganz viel Geld hat, dann sagt man, ja gut, dann hebt doch meine Immunität auf, dann ist man mit dem Geld schon längst über alle Berge. Das wäre doch was. Oh. 0880 5 mal die 5. Ich lese jetzt mal in unserem Facebook ein paar Einträge vor. Christian zum Beispiel. Finde ich gut mit der Aberkennung der Immunität. Sollte es öfter geben. Lena wünscht sich, dass es demnächst Rappen das gibt mit KIZ und Kraftklub. Da wäre sie voll für. Jörg schreibt nur 3 Wörter. Flirten und Sexline. Warum auch immer das bedeutet. Alexander gibt Sophia und Benny einen Rat. Nehmt euch ein Zimmer, Sophia und Benny. Ja. Ja. Alexander schreibt auch noch Saubande und das war's eigentlich an sinnvollen Beiträgen. Der Rest ist wieder nur doofes Rumgefurze. So, Stefan aus Bremen, 23. Moin, moin. Wurdest du auch von Sophia sexuell belästigt? Ein wenig, ja. Nee, gar nicht. Gar nicht, warum nicht? Die war wirklich charmant. Ja, aber wenn du nicht belästigt wurdest, dann würde ich mich auch fragen, was ist da los? Ja, vielleicht schon. Also, vielleicht klingst du nicht sexy genug. Das kann natürlich sein. Lass uns mal hören, wie du klingst. Du kommst aus Bremen? Genau. Stefan, und Bremen ist ja nun auch bekannt als Karnevalshochburg. Samba-Karneval in Bremen? Absolut, Ailton. Ailton, oh. Und dann geht es natürlich immer noch Ganderkese zum Karneval der Landfrauen. Einmal im Jahr ist ja immer Ganderkese, ist ja immer Karneval, ne? Ja. Warst du schon mal im Ganderkese? Nee, noch gar nicht. Noch nie? Nee. Warst du schon mal in Hude? In Hude, das sagt mir auf jeden Fall was, wenn man, bin ich schon mal an der Autobahn schon mal vorbeigefahren. Ja, aber das ist ja auf der Autobahn nach Oldenburg, da sind wir früher immer zum Kutsche fahren, nach Hude sind wir mal gefahren, als Kinder. Immer Nein. schön nach Hude Kutsche fahren. Den ganzen Tag mit der Kutsche durch die Gegend gefahren und abends dann nach Pferd gestunken und sich richtig gefühlt wie so ein Landkind. Und war's schön. War richtig schön. Hier, guck mal, hier gibt es gerade eine Mail zum Thema Ganderkäse. Eine Mail, ja. Beziehungsweise ein Blog-Eintrag auf lateline.de von Kevin. Hey, ich komme aus Ganderkäse, einer Karnevalsenklave zwischen Bremen und Ostfriesland. Ich hasse Karneval. Zum Umzug kommt man als Anwohner nicht mehr in den Ort rein. Und wenn ja, nur gegen eine Gebühr von 3 bis 4 Euro. Schlimmer als die Raubritter. Einziger Vorteil ist, dass unsere Straßenlaternen nicht um 0.30 Uhr ausgehen. Und dann noch zu Wulff, schreibt der Kevin, er ist ein guter Mann. Danny hat mir mal zu seiner Zeit als Ministerpräsident Freibier ausgegeben, als ich beim 39. Niedersachsen-Tag der Jungen Union dabei war. Siehst du, so einfach ist das. Ein Freibier und man sieht über sämtliche politischen Verfehlungen eines Bundespräsidenten hinweg. So einfach läuft es eigentlich. Kann sich Christian Wulff ja mal überlegen, ob er nicht irgendwelche Unternehmer zusammentrommelt, die den Menschen in Deutschland einfach Freibier ausgibt, um sich das Wohlwollen des Volkes zu erkaufen. Da hat der Kevin wahrscheinlich recht, aber schrecklich genug, dass man so Kevin heißt. Ich finde den Namen nicht. Ja, da kann der Kevin ja nur nichts für. Stefan. Stefan ist ja aber auch nicht die Welt. Stefan. Wie heißt denn ja, noch gut. Stefan heutzutage? Ja, also ich bin über den Namen auch nicht ganz glücklich, aber. Ja, aber man kann ihn ja nicht ändern, nun mal. Das geht ja nun mal nicht. Oder man nennt sich einfach um. Ja, wie würdest du dich nennen wollen? Mark vielleicht. Ich würde mich Saber Rider nennen. Saber Rider? Saber Rider Böhmermann. Mhm. Das würde ganz gut stehen. Ja. Oh. Oder She-Ra. She-Ra. She-Ra Böhmermann. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Naja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja. Was ist eigentlich das Thema? Achso, es geht um Karneval. Und um genau. Betrogen werden an Karneval. Ja.
Unglaublich. Soll ich dir da eine kleine Phrase aus meinem Leben erzählen? Eine Phrase aus deinem Leben? Ja, oder eine Geschichte. Die Geschichte ist besser. Das Wort ja, stimmt besser zu dem, was du jetzt gesagt hast. Stimmt besser. Ne? Phrase ist nicht das richtige Wort. Okay, also ich fange dann jetzt mal an. Ja, zwar, bitte. Jetzt und los geht's. Zap. Jetzt. Auf jeden Fall war ich vor einem Jahr mit meiner Freundin auf dem Karneval. Erstmal schon der Fehler überhaupt war. Ja. Und also wir sind so als Kumpels, also sind so eine größere Kumpelgruppe, sind wir so hingefahren. Mhm. Und ist auch alles ganz gut angefangen und wir waren auch an der Weiberfastnacht da. Cool. Und da muss man ja das schneiden die Frauen ja den Männern die Schlipse ab. Die Penisse ab. Genau. Mhm. Und das hat meine Freundin dann auch bei einem Fremden einfach getan. Was? Und ja. Und mussten ihn dann quasi dann ja auch küssen. Aha. Was sie dann auch getan hat und war auch alles stark alkoholisiert und ich dachte, gut, okay, das war einfach nur so ein Kuss so dahin. Mhm. Und aber dann? Ja, und dann haben wir dann so ein bisschen weiter getrunken und dann kam der Typ irgendwann wieder an und sie sind ins Gespräch gekommen und sind dann irgendwie, haben gesagt, okay, wir gehen mal kurz da vorne hin und der hatte auch angeblich eine Freundin dabei. Und die haben dann ein bisschen getrunken. Ich habe mit meinen Kumpels dann getanzt und weiter getrunken. Mhm. Ja, auf jeden Fall war es dann irgendwann verschwunden. Und hat mir dann irgendwann eine SMS geschrieben, dass die jetzt auf dem Hotelzimmer ist und dass ich mir keine Sorgen machen brauche, wo ich noch ein bisschen feiern kann. Ach so, aber sie war alleine auf dem Hotelzimmer, zwinker, zwinker, mit dem Typen, dem sie den Schlips abgeschnitten hat. Pass auf. Und dann habe ich weiter getrunken und habe irgendwann versucht, sie anzurufen. Und ist ja nicht rangegangen. Gut, dann liegt sie wahrscheinlich total betrunken im Bett und bin dann irgendwann zu später Stunde, zu früher Stunde oder besser gesagt, bin da hingefahren. Ja. Und und wie es wirklich im schlechten Film war, lag der Typ mit dem abgeschnittenen Schlips da wirklich bei ihr im Bett. Lag im Bett oder auf ihr drauf oder in irgendwelcher Inflagranti-Situation? Also musstest du sie beim Geschlechtsverkehr sehen? Nee, also das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ich habe die Tür aufgemacht und auf jeden Fall lagen die beiden zusammen in einer höchst verfänglichen Situation. Ja. Ist sie denn noch deine Freundin? Um Gottes Willen. Nicht mehr? Nein. Weil ich meine, eigentlich ist ja an Karneval, sagt man ja, ach komm, was soll's. Sind wir nicht alle ein bisschen Swinger? Ja, nee, aber das hat mich damals schon echt ziemlich hart getroffen, muss ich sagen. Ja, trotz deines Alkoholpegels. Ja, trotz meines Alkoholpegels bin dann auch kehrtwendend umgedreht. Kehrtwendend umgedreht, nicht schlecht. Hab dann mich weiterhin mit Tequila dann noch besoffen. Ja. Und hab an dem Abend tatsächlich noch jemand Neues kennengelernt, die ich dann vollgequatscht habe, einfach aus dem vollen Kopf heraus. Und mit der bin ich heute noch zusammen. Ach, schön. Ja. Also das ist jetzt ein Jahr her, das andere, ne? Genau. Das heißt, es ist jetzt wieder die Zeit, dass du dass wieder so eine Geschichte passiert, theoretisch. Oder wird sie das nie machen, diese neue? Nein, die wird das nicht machen. Also die wohnt auch in Groningen. Mhm. Die studiert da und von daher geht das auf jeden Fall klar. Mein Lieber, Stefan, das ist eine schöne Geschichte gewesen, aber ich ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber andererseits auch irgendwie, ich meine, ist Karneval und du weißt, wie die Weiber sind an Karneval. Ne? Die Typen sind ja nicht anders. Selbstverständlich. Ja. Bist drüber hinweg, ich höre das schon. Das ist nicht so schlimm, ne? Nö, also jetzt geht's wieder, ne? Gut. In diesem Sinne, ciao, ciao. Hau rein, tapfer. Bye. 0800 80 5 mal die 5. Es geht heute um Fremdgehen an Kackewall. Es geht um Christian Wulff, Markus Lanz. Und ich freue mich, dass Late Line, ja, ich sag mal, ich will jetzt gar nicht Stammhörerin sagen, sondern Late Line, mittlerweile hat sie eine eigene Inventarnummer. Svenja, 22 aus Frankfurt, in der Leitung ist. Bist du es denn, Svenja? Hallo. Du bist es, ja. Ne? Ja. Du bist es, ne? Gibt es noch eine andere? Nee, gibt eigentlich keine Anruferin, die auch. Nee, es gibt keine andere Svenja aus Frankfurt, die deine Stimme hat und die anruft bei der Late Line. Bislang nicht. Schön. Ich frage mich auch immer, wie du mich ansagst. Ja, weil ich das immer schon sehe, wenn ich sehe Svenja, dann weiß ich immer schon, ach, das Gespräch wird wieder 35 Minuten lang. Warte mal eben. Ich muss mal eben kurz hier meinen Rotz in der Nase hochziehen. Ich habe ein Problem mit der Nebenhöhle gerade. Moment. Welche Fertig. Farbe hat dein Rotz momentan? Momentan ist er durchsichtig. Ist nicht schlecht. Ich hatte eine Zeit lang aber ganz schlimm so honiggelb und leuchtend grün. Schön. Leuchtend grün. Aber so ist es menschlich. Man muss auch menschlich bleiben, auch wenn man in so einer exponierten Stellung hier tätig ist. Man muss menschlich bleiben. Auf jeden Fall. Ja, ja. Svenja, wie geht's dir? Gut. Ja. Gut. Wie geht's dir? Ja. Ja. Ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen für eine neue Fernsehshow. Die ich mit
ich weiß immer nicht genau, mit Sarah Kuttner oder Charlotte Roche, eine von beiden, auf jeden Fall die coolere und erfolgreichere. Passt das ja mit deinem Rotz. Ich bin gerade in Vorbereitung, ich esse gerade einen Schokoriegel. Inwiefern ist das die Vorbereitung? Fett anfressen. Also. Weil ich wirke zu dünn im Fernsehen und möchte dicker wirken. Und du willst auch vor allem nicht, dass die Frau neben dir dann sich dick fühlt. Genau. Ich möchte immer, der Mann muss immer dicker sein als die Frau neben ihm, weil sonst fühlt die sich schlecht. Ja. Das will man nicht. Nö, ansonsten, ich kann mich nicht beklagen. Wie hast du denn heute eigentlich diese Wulff-Geschichte aufgenommen? Du bist ja auch politisch interessiert und ein Riesenfan von Christian Wulff. Ich bin ein Riesenfan von Christian Wulff vor allem, ja. Mhm. Und? Also ich glaube, das zieht sich jetzt noch ein Weilchen. Meinst du, Wetten, Wulff, wann tritt er zurück? Ich glaube nicht, dass das so schnell geht, nee. Meinst du nicht? Also ich meine, es kann natürlich, der Druck ist jetzt ja so immens hoch. Weil überleg mal, die müssen ja, wenn der jetzt sagt, ich trete nicht zurück, dann müssen die eine Abstimmung in den Bundestag geben, ob seine Immunität aufgehoben wird, was ja quasi einem Vertrauensvotum gleichkommt. Ja. Es muss ja mehrheitlich seine Immunität aufgehoben werden. Und ich wette, dass selbst in der Regierungskoalition genug Leute genug davon haben, als dass sie eine Mehrheit im Bundestag zusammenbekämen zur Aufhebung der Immunität. Und dann ist ja eh vorbei. Ja, ich glaube schon, dass der nicht mehr viel auf seiner Seite hat. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange sich sowas hinzieht, bis es dann durch ist. Das weiß ich nicht. Aber also es kann sein, dass das dauert doch eigentlich immer ewig. Es kann sein, dass das schon aufgehoben wird zur nächsten Sitzungswoche um den 27. Februar rum. Okay. Und beziehungsweise, dass es dann zur Abstimmung gegeben wird. Und das wäre doch schon relativ kurzfristig. Und ich glaube, das ist dann bis dahin nicht in Vergessenheit geraten, zum einen. Und zum anderen ist es halt echt eine Frage, ob das der Bundespräsident oder die Leute, die ihn noch stützen, wirklich auf so eine Abstimmung drauf ankommen lassen wollen. Ne? Weil das ist ja dann irgendwie auf einmal dann auch das Problem aller anderen, wenn er da jetzt nicht zurücktritt. Ja, ich habe bei sowas immer einen ganz schlechten Instinkt. Also wenn ich sage, das zieht sich noch... Dann reden wir doch über. Ich habe zum Beispiel nicht gedacht, dass Markus Lanz das wird. Ja, aber wer hätte das gedacht? Das hat mich überrascht. Ich war mir so sicher, dass es Pilawa wird. Total sicher. Ja, also ich war ziemlich sicher, dass ich es werde. Ja, das natürlich auch. Ich hab die letzten zwei Wochen vom Telefon wirklich gespannt gewartet. Es hat nicht geklingelt. Und dann werde ich von einem Bekannten darauf aufmerksam gemacht. Schau mal, Jan, im Internet. Und da habe ich richtig mich erschrocken. Markus Lanz ist es geworden. Ja. Ja, scheiße, ne? Aber hast du nicht irgendwann gemeint, dass du in letzter Zeit Markus Lanz irgendwie sympathisch findest? Ja, richtig. Ja, richtig. Also ich ging mir nämlich dann irgendwie auch so. Und ich weiß nicht, ob du mir das eingeredet hast, aber irgendwie kam er mir dann doch relativ lustig sogar schon also vor. Er ist manchmal ein bisschen bemüht. Ne? Also manchmal gelingt ihm nicht so richtig, die Pointe zu finden und so. Aber ich meine, das kennen wir ja alle. Und warum soll ich mich da beschweren? Aber er ist eigentlich nicht schlecht. Ja, manchmal kam nämlich dann auch so subtil so Hass. Ja, und er ist über eines Gastes durch. Und das fand ich immer genau, und er ist vor allem ein totaler Hasser der Springerpresse, was mir auch nicht unsympathisch ist. Ja. Also er ist ein totaler Gegner von, weil die irgendwie bei seiner Hochzeit versucht haben, da Fotos zu machen und das irgendwie total der Punk war. Und er, was natürlich für Wetten, dass ein ganz schlechter Stand ist, weil da geht's eigentlich gar nicht ohne, dass du mit Bild zusammenarbeitest. Aber das ist irgendwie nicht unsympathisch. Ich weiß nicht. Ja, ich finde es halt schade für ihn, weil ich glaube, egal wer es jetzt gemacht hätte und egal wie gut das geworden wäre, wird eh jeder scheiße finden. Also. Ich glaube, wenn... Das fand ja im Grunde schon sowieso immer jeder scheiße. Ja, das muss man erstmal festhalten. Erstmal fand die Sendung eh jeder immer scheiße. Man hat es immer nur geguckt, weil man... Das war wie so ein Autounfall. Oder wie wenn man ein Helene Fischer-Konzert guckt oder sowas. Ja. Weißt du, man findet es eigentlich total scheiße, aber man guckt sich das trotzdem an, weil irgendwie einer sieht immer geil aus und die Klamotten sind irgendwie schick und wie oft verhaspelt sich Tommy dieses Mal und so. Das ist ja eigentlich immer nur so ein wie wenn man jetzt Gottschalk live guckt. Eigentlich ist der gleiche Effekt nur in groß. Bei Gottschalk live finde ich noch viel schlimmer. Also da schlage ich wirklich regelmäßig das Fernseher ein und dann gucke ich es doch hier wieder. Also. Ja, wobei das mittlerweile auch schon so einen Status erreicht hat, wo man fast nicht mehr drüber reden sollte und sich gar nicht mehr drüber lustig machen sollte, weil man fast Mitleid hat. Nee, ich find's auch nicht lustig. Also ich kann mich auch nicht drüber lustig machen. Ich werde da wirklich aggressiv. Nee, ich habe fast Mitleid. Also ich denke, nee, ich überhaupt nicht. Dieses selbstgefällige, meine junge Redaktion, die Drecksarbeit für mich erledigt und dieses Internet. Am schönsten fand ich heute die jungen Leute und dann so, als dieser Opernfuzzi da zu Gast war. Ja. Und er dann so, na, ich muss mich ja immer rechtfertigen, dass ich in die Oper gehe und so. Es ist so ein bisschen Fernsehen von alten Leuten für junge Leute.
Aber, na gut, ich meine, ich fand eigentlich am schönsten war der Moment, als Thea Gottschalk mit im Studio saß. Hast du das gesehen? Habe ich leider nicht gesehen, aber sie sieht ja sowieso ein wenig exzentrisch aus. Ja, im Gegensatz zu ihm, ne? Nee, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, aber wir reden da nicht weiter drüber, weil, wie gesagt, es packt mich so ein bisschen mittlerweile, ist es also fast zu einfach. Ja, das stimmt schon. Aber dafür hast du es ganz schön durchgekaut die letzten Wochen. Ja, aber es ist, ich habe so am Montag, also als ich da wirklich dann seine Frau, außerdem saß ich am Sonntag mit ihm im Flugzeug, also ernsthaft, auf dem Weg nach Berlin und da war er dann vorne und das war so eine ganz merkwürdige Geschichte. Er ist dann, also wir sind mit Lufthansa geflogen und da ist ja quasi immer vorne sind so Business-Class-Sitze, so drei, vier Reihen, wo meistens immer nur so zwei Geschäftsleute sitzen. Dann kommt ein Vorhang, der zugezogen wird und dahinter stapeln sich dann die Leute, die kompletten 300 auf 200 Sitze und so. Und er saß ganz alleine mit seiner Frau vorne in der Business Class. Und leider haben die vergessen, während des Fluges den Vorhang zuzuziehen. Vielleicht auch auf seine Anordnung, man weiß es nicht. Und alle, wirklich alle Leute sind immer zur Toilette nach vorne gegangen und wollten einmal einen Blick auf Thomas Gottschalk werfen. Das war zum einen total peinlich. Ja. Dann hatte er so einen Hut auf, er sah aus wie so ein 28-Jähriger. Also versuchte so auszusehen wie ein 28-Jähriger. Und dann ist er halt, das ist das Schöne an der ersten Klasse oder an der Business Class, du kannst halt als Erster aus dem Flugzeug raus. Mhm. Und idealerweise kriegst du auch deinen Koffer dann zuerst. Aber da klappte irgendwas nicht mit den Koffern am Band und er saß dann, obwohl, also er ist als Erster raus, musste sich dann ans Gepäckband setzen und wirklich 250 Passagiere sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und alle an ihm vorbei, weil er auf seine 7 Koffer gewartet hat, die nicht gekommen sind. Und er saß dann daneben Thea und wirkte so ein bisschen betröppelt irgendwie. Also so weiß ich nicht, so dass ich gedacht habe, dass selbst ich gedacht habe, also ein bisschen, ach Mensch, der arme Kerl, ich habe doch irgendwie so ein bisschen gerne, gucken wir noch, Wetten, das auch. Und es muss doch jetzt nicht sein, dass er sich jetzt so am Ende da nochmal, also uff. Nö, ich meine, wenn er einfach mit Wetten, dass aufgehört hätte, wäre ja alles gut gewesen und dann hat nichts mehr gemacht. Ja, aber das hält ein Showmaster, glaube ich, nicht aus. Das kann man, glaube ich, das, wenn du dein Leben lang immer im Mittelpunkt gestanden hast, dann hältst du das nicht aus, zu sagen, so, das war's, ciao. Ja, ich fände, es wäre ein netter Zug gewesen, wenn er irgendwas gemacht hätte, wo er nicht so extrem im Mittelpunkt steht alleine. Ja. Das ist einfach ekelhaft irgendwie. Ja, vor allem also wenn er gesagt hätte, ich mache das jetzt seit 100 Jahren, ich kann das besser als ihr alle zusammen, deswegen nehme ich mich jetzt ein bisschen zurück. Mhm. Ja, naja. Hier kommen gerade bei Facebook, im Facebook, ja, Caro, was ist denn da im Facebook? Ja, im Facebook kommt jetzt gerade, ist jetzt hier im Facebook, sieht man jetzt gerade, dass zum Beispiel der User Kazam schreibt, Wulf für Wetten, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Er ist charismatisch, er hat eine geile Alte und er ist mit den Stars auf Du und Du, er kennt wichtige Filmproduzenten. Unternehmer, die per Product Placement die Sendung unterstützen. Also er ist eigentlich der perfekte Kandidat. Ja. Er hat das richtige Alter für einen Wetten-Das-Moderator. Und Betty macht dann die Michelle Hunziker, oder was? Vielleicht. Ich finde beide tätowiert. Also. Michelle mit ist tätowiert. Und Betty ist auch tätowiert. Ja, habe ich zumindest am Rande mal mitbekommen. Hm. Ja, also Bettina Wulff ist, dass die tätowiert ist. Ja. Das weiß er. Das wurde wirklich, ja nicht so oft erwähnt. Weiß ja, das ist ja wirklich also ein Geheimtipp. Ja. Was ich dich noch fragen wollte, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber in der letzten oder vorletzten Sendung wolltest du immer irgendwie auf Marina Weißband zu sprechen kommen und es hat nicht geklappt. Ja, wollen wir darüber sprechen? Ja, über Marina bitte Weißband? Sprechen wir über Marina Weißband. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass sie bei, es war Lanz, ne? Bei Lanz, genau. Also Marina Weißband, muss man mal sagen, ist die momentane, ich weiß nicht, ob sie noch ist, Geschäftsführerin der... Nee, ist sie nicht mehr, ne? Nicht mehr. Die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei, die sich jetzt aber zurückgezogen hat. Und zwar nicht wegen Burnout, sondern wegen, ich weiß gar nicht warum, sie will eine Auszeit nehmen. Sie will... Studieren, Studium zu Ende bringen. Diplomarbeit machen und irgendwie wahrscheinlich jetzt einfach medial noch ein bisschen mehr durchstarten. Ja, und sie tritt es vor allen Dingen breit in sämtlichen Talkshows, dass ich ein bisschen zurücknehmen möchte. Ja, genau. Nee, aber sie hat ja dann auch getwittert, ich ziehe mich nicht zurück, ich nehme Anlauf. Und das kam dann auch nochmal im Deutschlandfunk und überall im Fernsehen. Mhm. Also ich bin so zwiegespalten, wie ich das finden soll. Ich bin überhaupt nicht zwiegespalten. Du findest sie nervig? Ganz, ganz furchtbar. Ja, warum genau? Teilweise für Dinge, für die sie nichts kann, zum Beispiel die Stimme. Ich finde, aber sie hat eine ganz, ganz furchtbar klugscheißerische Art zu reden. Also sie spricht so sehr so distinguiert, sagt man, glaube ich, dazu. Also richtig Ja, aber so
irgendwie leise, aber doch so ein bisschen Deutschlehrerin-mäßig. Bestimmt. Und sie ist halt so eine Rollenspielerin, ne? Das muss man mögen, sag ich mal so. Ja, mit ihren Flechtfrisuren und so. Und dann ständig betonen, dass sie ja eine Frau ist, aber sagen, sie möchte nicht darauf reduziert werden. Mhm. Und ach, ich weiß es einfach nicht. Ich finde sie ganz, ganz unsympathisch. Und ich verstehe auch diese Art und Weise nicht, wie sie immer sagt, ja, also es ist total wichtig, dass man irgendwie 2000 Tweets am Tag abschickt. Ja, ist es wichtig? Die Wähler wissen, nee, es ist überhaupt nicht wichtig. Okay. Und dann aber zu politischen Inhalten nichts sagen will. Und ich finde es vor allem interessant, dass sie so, obwohl sie eine politische Person ist und in der Öffentlichkeit steht, immer noch so YouTube-Videos von sich mit einem Haarkranz und einer Gitarre, wo sie irgendwelche Lieder singt. Boah, das habe ich auch gesehen, ja. Interessant, oder? Ja, ich fände das in Ordnung. Also ich finde, es wäre irgendwie sinnvoll, wie sie sagt, dass der Politiker auch privater Mensch sein soll und die Wähler sollen das auch merken. Finde ich in Ordnung, wenn er auch noch Politiker ist. Aber sie ist ja irgendwie nur Privatperson. Sie erzählt, was sie gerade zum Frühstück isst und wie sie sich mit ihrem Freund streitet. Aber sobald sie irgendwie was zu den Piraten gefragt wurde und zu den Inhalten, hat sie nichts mehr gesagt. Also mein absoluter Geheimtipp ist ja Christoph Lauer. Das ist der zweite Prominente von der Piratenpartei, den, glaube ich, viele kennen. Das ist er mit der Brille und den dunklen Haaren. Und von dem habe ich letztens so einen ganz interessanten Auftritt gesehen, wo er irgendwas von irgendwelchen Tabletten erzählt hat, die jetzt gerade schlecht eingestellt sind. Und er war ganz fahrig und fuchtelte vor der Kamera rum. Das fand ich aber irgendwie sympathisch. Also den bisschen Stuttgart-Barre-mäßig oder was? Ja, was sind das für halbgare Unterstellungen? Hast du die Sendung Stuttgart-Barre? Läuft ja heute gerade parallel, glaube ich, zu uns. Ja, ich habe gerade hingeschaltet, deswegen. Und dann sehe ich ihn da gerade so. Warte mal, wo ist er denn? Schwitzt er wieder? Muss ich mal gucken. Wollte ich eigentlich wissen. Aber vielleicht wurde es ihm auch gerade abgetupft. Ich muss ihn direkt mal finden. Stuttgart Barre macht er jetzt gerade. Da ist er. Stuttgart Late Night in so einem großen, ich weiß nicht, wie so ein großer Altpapierlager oder in so einem Restrampe für Glasbausteine. Und es wird geraucht in der Sendung. Sehr gut. Und Peter Altmaier. Ist es Peter Altmaier? Es ist Peter Altmaier. Ja. It's Peter fucking Altmaier. Der Twitter-Gott der CDU. Genau, so hat er ihn auch vorgestellt. Wirklich? Als der Twitter-Gott der CDU? So in etwa. Irgendwas mit Twitter. Und guck mal, diesen Knutschmund. Da kann aber Lana Del Rey einpacken, du. Also heute sprichst du alle Frauen an dich. Du, und jetzt hat Stuttgart-Barre gerade eine Pickelhaube auf. Ja. Wahrscheinlich als... Hast du es gewagt. Stuttgart-Barre ohne Ton zu gucken, ist wirklich noch reizvoller als mit Ton. Ja, es hat so ein bisschen was von so einem kleinen ADHS-Kind. Ja, ich finde diese pinke Swatch, die er da am Handgelenk trägt, schön. Ja. Weil es zeigt mir auf der einen Seite, er macht sich aus Uhren nichts, auf der anderen Seite aber legt er sehr viel Wert auf Uhren. Also beides gleichzeitig. Ja. Ne? Und Peter Altmaier, der sieht aus wie ein besserer Helmut Kohl. Und was Stuttgart-Barre jetzt wohl gerade sagt mit der Pickelhaube auf dem Kopf? Und warum da so viele Gläser Wein stehen oder Wasser? Ja, also den muss man schon mögen, sag ich mal. Stuttgart-Barre oder Altmaier? Stucki. Der Stuttgart-Barre ist ja, der hat ja dem armen Helmut Dietl seinen Film kaputt geschrieben, muss man ja leider sagen. Beziehungsweise man muss es noch etwas genauer sagen. Der ehemals kokainabhängige Springer-Autor Benjamin von Stuttgart-Barre. Springer-Autor Benjamin von Stuttgart-Barre hat dem armen Helmut Dietl, dem armen alten Helmut Dietl, seinen 7 Jahre an einem Film, an dem er 7 Jahre gearbeitet hat, einfach so kaputt geschrieben. Ich fand es auch schön. Er war ja jetzt bei Neo Paradise, nicht heute, sondern in der letzten Sendung zu Gast. Mhm. Und ja, es war auf jeden Fall interessant. Und meinte dann irgendwie so, ja, die Kritiken sprechen für sich, ganz toller Film, jeder feiert's ab. Und da habe ich mich halt gefragt, meint er das ernst? Verarscht er sich gerade so ein bisschen selbst? Aber nee, er hat wohl da wirklich nur die vereinzelten Kritiken gelesen, die positiv waren. Mhm. Wir müssen jetzt auflegen, Svenja, weil sich die Facebook-Community schon darüber beschwert. Nein. Unsere Facebook-Community, sagt mir hier gerade Caro, beschwert sich darüber, dass wir so lange schon miteinander reden. Ich würde mit dir gerne stundenlang, kann ich mit dir über Stuttgart-Barre reden. Ich weiß, dass du das kannst. Ja, aber es ist die Frage, ob das unsere Hörerschaft aushält. Und wir machen ja quasi, wenn der Hörer einmal hustet, machen wir alles, was der Hörer sagt. Oh, er schwitzt nicht mehr. Ja. Stuttgart-Barre schwitzt nicht mehr so. Das ist aber gut. Finde ich gut. Da haben sie vielleicht haben sie so seine Schweißdrüsen verödet. Das ist ja möglich mittlerweile mit Schönheitschirurgie. Na gut, dann haben wir immerhin Markus Lanz und Marina Weißband abgehakt. Beim nächsten Mal dann Helene Hegemann noch. Helene Hegemann können wir auch noch mal, genau. Und dann haben ja. Helene Hegemann, die habe ich übrigens bei der Berlinale gesehen vor 3 Tagen. Aber das ist ein anderes Thema. Du fängst wieder an, mich hier so anzuquatschen. Tschüss, Svenja. Tschüss.
tschüss. Gruß nach Frankfurt. Ciao. Ciao. 0880, 5x5 ist die Telefon. Jetzt guck ich aber doch mal rein beim Stuttgart Barre hier. Das ist doch. Dann spring ins Felden Arnulf Baring, Josef Kraus, Mechthild Löhr. Ja. Alle eben noch auf der Geburtstagsparty von der Jaja und jetzt schon wieder hier. Ihr habt eine Streitschrift zusammen verfasst, wo sie wirklich zeigen. Und ich kann schon nicht mehr zuhören. Anne und Mareike, hallo. Hi. Hi. Seid ihr zu zweit gerade? Ja. Eine ist 20, eine ist 17. Wer ist 20? Ich. Wer ist ich? Ist Anne. Anne und Mareike ist 17. Genau. Und ihr seid zusammen in Oldenburg und feiert zum ersten Mal Karneval. Ja, also heute nicht, aber morgen. Und ja. Karneval in Oldenburg, ist das nicht so ein bisschen so wie Weihnachten in Islamabad? Wahrscheinlich schon. Aber es ist auch nicht, ja, es ist schon irgendwo in der Nähe bei Oldenburg, halt bei Danger. Als was geht ihr? Die Frage aller Fragen. Als was geht ihr? Also ich gehe als Rotkäppchen. Och nein, das ist ja süß. Ja, total niedlich. Und ja, meine Schwester geht gar nicht so wirklich. Die hat sich gedrückt. Wieso? Hier gibt's keinen Karneval. Was? Ja, hier gibt's keinen Karneval. Also es gibt, glaube ich, nur diese eine Faschingsfeier für junge Menschen. Faschingsfeier für junge Menschen. Das ja, klingt aber aufregend. Nicht die ganz jungen, sondern so. Ja, Fasching laufen wie Halloween laufen oder so. Ah. Ja, sonst gibt's ja nur die ganz Kleinen, die sich als Prinzessin verkleiden und durch die Gegend laufen. Oh nein. Ja, und dazu sind wir leider zu alt. Hm. Obwohl wir es auch noch machen könnten. Lost Generation. Anne und Mareike, müssen wir kurz den Martin wieder dazu holen. Bleib mal in der Leitung. Martin! Moin! Du bist wieder da, ne? Ich bin wieder da, ja. Oder? Was war denn da los gerade eben bei dir? Das ist jetzt mein Telefon war alle, aber ich rufe jetzt vom Handy an. Ach so. Anne und Mareike, schön, dass ihr angerufen habt. Ciao! Tschüss! 0880, 5x5. Du, Martin. Ja. Viele Leute hier im Facebook schreiben, dass ich mir mit Svenja ein Zimmer nehmen soll und die Hörer aber mit unserer Konversation verschonen soll, mit der Anruferin, mit der ich gerade eben gesprochen habe. Es ging ihnen, das war ihnen zu viel. Dabei habe ich nicht kein bisschen so ein Flirtgefühl, sondern ich unterhalte mich einfach gerne mit der Svenja. Ich habe gar nicht zugehört, dass du mit der Svenja zu mir leid. Ja, weil du wahrscheinlich wieder irgendeinen Penis angefasst hast. Das stimmt gar nicht. Ich bin nur mit richtig. Das stimmt gar nicht. Gerade nicht. Also vorhin schon, aber gerade ja, jetzt mal eben nicht. So, wir müssen mal eben kurz, du bist der erste Anrufer dieser Sendung gewesen, dann ist aber die Leitung abgebrochen und es geht um Karneval und du bist in Heikendorf bei Kiel. Genau. Und bist schwul, der Einzige im Dorf. Und, das stimmt gar nicht, das habe ich dir auch gesagt. Ja, aber und Rieke ist im Hintergrund bei dir und du willst über Karneval und Fremdgehen sprechen und damit wollen wir jetzt mal anfangen. Endlich. Über Wolf auch, kann ich auch sprechen. Ah, über Wolf auch. Ich bin politisch informiert, natürlich. Oh, politisch informiert oder politisch, also auch tiefergehend bewandert? Natürlich. Also kennst du noch Florian Schwabel? Nein. Der war mal bei den Jungen Medientagen bei dir in der Sendung. Sagt mir nichts, ich kann mich an keinen Florian Schwabel erinnern. Es gab doch bei den Jungen Medientagen die Sendung mit den Jugendpresslern. Habe ich komplett vergessen. Ich kann mich an niemanden mehr erinnern. Ich weiß an eine, wie hieß die eine noch, die so ein kleines türkisches Mädchen. An die kann ich mich noch erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, wer es. Und Florian Schwabel ist bei mir im Vorstand. Ich bin der erste Vorsitzende des Vorstands. Verdammt, das soll ich meine Identität preisgeben. Und noch schwul. Wissen das die Leute im Vorstand, dass du schwul bist? Natürlich. Sonst wäre es nie geworden wahrscheinlich, ne? Doch, auch. So, was ist denn mit dem Florian Schwabel? Ja, ich wollte es einfach nur andeuten, dass du den kennst und ich wollte dich fragen, ob du ihn noch kennst. Nee, ich kenne ihn nicht mehr. Wir haben Kontakt abgebrochen. Also beziehungsweise wir hatten die Kontakt. Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast ihn gefragt, welcher Ministerpräsident in Schleswig-Holstein ist. Ja, und wer ist es? Peter Harry Carstensen natürlich. Ja, immer noch, ne? Immer noch, ja. Fast wäre es Christian von Bötticher geworden, aber der hat sich ja im Steigenberger verbumst. Schade, ne? Ganz klar verbumst. Ich höre gerade im Hintergrund Heide Simonis. Heide Simonis, ja, die hat sich bei Let's Dance verdanced. Die haben sich einer zu viel die andere zu viel getanzt. Wie bitte? Was? Nochmal bitte. Ah, du, lass uns über Tanzen reden. Ich mache gerade einen Tanzkurs. Was ist dein Lieblingstanz? Tango. Tango, wirklich? Natürlich. Kannst du denn auch tanzen? Was? Also den Grundschritt kann ich, mehr kann ich auch nicht. Ja, aber wir tanzen gerade. Das klappt leider nicht.
Also, ich kann den Grundschritt, aber es ist natürlich viel Körperkontakt und deswegen. Darum geht's eigentlich nur, ne? Genau. Tanzen ist Sex pur. Tanzen ist Sex pur. Was ist dann aber Sex? Was ist dann aber Sex, wenn Tanzen Sex pur ist? Die Leidenschaft, die Körpernähe, das Gefühl. Wollten wir noch über Karneval und Fremdgehen reden oder wollen wir das Gespräch beenden? Das ist doch Fremdgehen in gewissem Sinne. Martin, ich glaube, wir beenden das Gespräch, aber nicht, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an der es passiert wieder was bei Stuttgart Barre, ich muss da reinschalten. Ciao! Tschüss, Martin. Ciao. Ciao. Er hatte nämlich ein iPad in der Hand. Wie, genau. Drücken Sie drauf. Jetzt ist es in der Welt. Passiert. So, und ich bin der Oldschool-Typ. Ich habe diesen Schritt noch nicht. Aus England kommen und aus Frankreich. Jetzt kommen Leute aus England und Frankreich innerhalb von 20 Minuten. Und ich mache es nochmal auf die alte Salvetten-Schmierart. Hey! Kommt! Raus jetzt! Die Zeit läuft! Ihr habt nicht viel Zeit. Ihr müsst Peter Altmaier und mich unterstützen. Draußen. Lena, 18 Jahre alt, aus Aurich. Hi. Du bist aber nicht Lena Meyer-Landrut, ne? Knapp vorbei. Fast, weil Lena Meyer-Landrut ist auch ungefähr 18, aber die kommt nicht aus Aurich, sondern aus Hannover. Die ist aber ja auch scheiße. Nee, die ist nicht scheiße. Findest du nicht scheiße? Nö, die sind ganz, finde ich nicht scheiße, das finde ich jetzt nicht. Also vor allem, wenn man jetzt gerade mal unser Staffel Baku guckt, dann ist Lena wirklich musikalisch, personality-mäßig und so weiter. Oh, Klaas ist, Moment mal eben. Hallo. Die Stimmung draußen. Hallo, lieber. Danke, Herr Lanz. Ab jetzt gleich werden da getunte Golf gehen. Ganz kurz mal eben, hier ist Klaas ist gerade bei Stuttgart-Barre. Was macht der denn da? Quietschen, bremsen und du wirst sie für uns in Empfang nehmen. Genau, das ist die einzige Kombination. Also die Kombination, ne, getunte alte Scirocco's und Perlenohrringe sieht man nur bei der Jungen Union. Mit Kennwort-Aufkleber. Ja. Genau. Ja, oder Philipp Missfelder-Aufkleber hinten drauf. Guck ja. Du gar nicht, Harald, ja. Nee, guck ich nicht. Ist mir zu langweilig. Finde ich nicht lustig. Interessant. Klaas, also auch bei Stuttgart, der ist ja wirklich überall gerade. Was guckst du denn? Ich verstehe das gar nicht. Ja, sorry, ich war jetzt gerade abgelenkt. Ich habe mich richtig erschrocken, dass ich da Klaas auf einmal gesehen habe. Das kann er doch nicht machen. Ist der bescheuert oder was? Ohne dich. Nee, nicht ohne mich, das kann er machen, was er will, aber gut. Anderes Thema, das muss ich privat besprechen, das kann ja wohl nicht angehen. So, Lena, jetzt kommen wir mal zu dir. Ja. 18 Jahre alt, nicht Lena Meyer-Landrut, aber findest Lena Meyer-Landrut scheiße. Ja, also ich weiß nicht, ich bin froh, dass sie nicht diese andere da heute reingeschickt haben, diese Ornella oder wie die hieß. Ornella Mutti, was? Ja, Ornella da bei unserer Star für Baku, weil wenn sie die reingeschickt hätten, das wäre ja nochmal Lena gewesen eigentlich. Aber steht das nicht eh von Anfang an fest, dass dieser Roman wird? Ja, natürlich von Anfang an fest, aber... War das langweilig, oder? Ich glaube, man konnte das auch nicht so asozial sagen, oder? Das war so langweilig. Ja, war schon, ja. Okay, aber Alina, die hier von Frieda Gold, die hat richtig schlecht gesungen, wa? Sügela, ja, und ich finde sowieso, dass Frieda Gold eine der schlechtesten Bands aller Zeiten ist. Kann das mal endlich mal einer sagen? Ich sag's jetzt mal. Ja. Frieda Gold ist einfach nur prätentiöser Pussypop und dann singt sie so scheiße. Ja, wir geben jetzt ein Statement an, Frieda Gold ist kacke. Frieda Gold ist kacke, also das ist jetzt gar nicht so, als wäre es eine Neuigkeit, sondern die waren immer kacke. Ja, ich weiß, und was so mega heftig war, ich habe letztes Jahr, da hat sie noch so mit ihrer Band, da hat sie noch bei Enjoy nämlich im Radio, da hat sie nämlich noch gesagt, so, ja, oh, ich liebe meine Band und die sind alle so toll und ohne meine Band, ich würde nie was machen und das ist ja nur meine Band und wir schreiben nur zu Hause in unserem... Ja, und jetzt sitzt sie alleine ohne ihre Band. Ja, jetzt sitzt sie auch ohne Band, wie asozial war das denn bitte? Ja, weil Ego haben sie mich doch alle dann. Aber ich finde, das ist so eine, Frieda Gold ist so ein Paradebeispiel für so Model-Pop. Da kannst du auch eine Band, also um Bonnie Strange stricken oder sowas. Das ist alles und musikalisch so belanglos und mit so viel ekligem Pathos vorgetragen, dass ich das nicht angucken kann. War das Autotune im Mikro oder was war das? Keine Ahnung, aber ich finde es schön, dass 18-Jährige mittlerweile das Wort Autotune einfach so im Wortschatz haben und alle wissen, was es heißt. Aber es kann gut sein, ich möchte nicht ausschließen, dass da viel mit Autotune gearbeitet wird. Auf jeden Fall wird da viel mit, also mehr auf Optik Wert gelegt als auf musikalische Qualität. Ja, ohne Scheiß. Und sie machen das jetzt, sie wollen jetzt so ein bisschen wegmachen, diese Mainstreamigkeit dadurch, dass sie dann so kurze Haare hat. Das ist ja auch mega, also wer das nicht durchschaut hat. Ja, und vor allen Dingen hatte sie ja mal eine Zeit lang so einen Turban auf, wo ich mir gedacht habe, das ist bestimmt... ein Tumor, dachte ich auch. Was, ein Tumor? Nein. Oder so ein Alien, was da oben rauswächst. Nee, ich habe gedacht, da haben sie bestimmt von der ARD gesagt, Alina, das mit den kurzen Haaren, ja, aber wir verschrecken unser Stammpublikum. Die älteren Leute denken, dass du gerade bei der Chemo warst. Bitte setz den Turban auf, damit man denkt, deine Haare darunter wären normal lang.
Okay, ja, gut. Okay. Übrigens, im Facebook haben wir hier einige Zustimmung. Viele Leute sagen, Frieda Gold ist scheiße, ja. Frieda Gold ist scheiße, ja. Und prätentiöser Pussypop wird auch nochmal hier wiederholt, dass das treffend ist. Finde ich aber, also gut, dass wir mal gesagt haben. Also wir hier, die Late Line, die eingeschworene Late Line Gemeinschaft, also quasi wir die einzigen Menschen, die das, also die Recht haben eigentlich. Die einzigen. Wir finden Frieda Gold scheiße. Persönlich. Wirtschaftsweisen. Jeder Wirtschaftsweisen. Kann, genau, wir sind sowas wie die Wirtschaftsweisen. Ich bin Professor Dr. Rudolf Hickel und ich sage, Frieda Gold ist scheiße. So, aber jetzt ja. Kommen wir mal zu dir, Lena. Ja, also mit Karneval, ne? Ja, Karneval. Oh, ich reg mich so auf, ich das ist so cool. Ja, aber nee, ich muss Zeitung austragen und das ist so behindert. Ich muss Zeitung austragen und ich wohne ja in Ostfriesland und da ist es nicht so, dass die Leute wegen jedem Scheiß Karneval feiern. Also hier flüchten die Leute hin, weil hier wird das einfach nicht gefeiert. Und dann flüchten die ganzen Leute aus Nordrhein-Westfalen und so weiter und aus diesem Karneval-Hochboom hierher und nisten sich in den Ferienwohnungen ein und ich muss den Zeitung bringen. Und dann schreien die mir jedes Mal, fick doch mal hinterher. Hast du auch eine Zeitung, Kleide? Und ich so, halt der Maul. Und die kommen hierher. Du, ey, Elina, wieso flüsterst du eigentlich so? Ja, ich darf nicht so laut sein. Warum denn nicht? Weil ich sonst meinen Bruder aufwecke. Wieso, ist das ein Kleinkind, dein Bruder, oder ist der einfach, ist der... Ja. Also ist klein noch? Ja. Ja, okay. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen leise sein. Okay. Okay, ja, ja. Du darfst nicht so schreien. Nee, okay. Lena, aber ich sehe auch schon der Steffen, der Schaf mit den Hufen. Schön erstmal, dass du angerufen hast. Ja. Ich wirke dich jetzt aber höflich. Ja. Schön. Ciao. 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 0880, 5 mal die 5. Steffen ist in der Leitung. Hallo. Guten Morgen, Jan. Oh, endlich einer, der normal redet. Ich dachte, ich halte das gar nicht aus, wenn die so flüstert. Ich habe mich auch gerade gewundert, warum flüstert die so? Ja, warum flüstert die so? Ja. Kommst du aus Stuttgart? Stuttgart? Ja, genau. Hör schon über das Ding. Genau, ja. Über das Ding. Das Ding. Leicht, laut, lässig übrigens. Unser Motto. Leicht, laut, lässig. Das weiß ich immer nicht. Ja. Das entfällt mir mal, was euer Motto ist von das Ding. Ja. Ja, ja, sonst hört man ja bloß enjoy the music. Und ja. Leicht, laut, lässig. Das ist euer Motto. Leicht, laut, lässig. Du, es gibt hier einen Kommentar von Peter zum Thema Markus Lanz. Ja. Moment. Was? Achso. Das mit Markus Lanz stimmt nicht, schreibt der Peter, wie es in den Medien verbreitet wird. Der Chef vom Dienst beim ZDF war eben bei mir auf einen Kaffee und hat mir erzählt, wer der echte Nachfolger wird. Das werden Steven Gätjen und Sandra Ries sein von Unser Star für Baku. Wegen des unglaublichen Riesenerfolgs bei der ARD mit der Sendung Unser Star für Baku. Die Leute vom ZDF sind über die hohen Einschaltquoten begeistert gewesen. Das sind einfach tolle Ex-Radiomoderatoren. So, ist das nämlich... Ist das jetzt wahr? Ich glaube ja. Nein, ich glaube nicht. Aber... interessant. Ja. Ja. Nee, du willst über Markus Lanz. Ja, ist, glaube ich, Quatsch. Du willst über Markus Lanz reden, ne? Ja. Ja, sag mal. Und zwar jetzt, um das jetzt Nachfolger ist von Wetten, dass. Ja, genau, von Thomas Gottschalk. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, finde ich totaler Schwachsinn. Findest du? Ja. Warum? Und ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht mehr gucken. Warum, ganz langsam, warum denn nicht? Einfach so, ich meinte ja, Markus Lanz, seine Talkshow abends, die konnte man ja noch angucken, ja, mit den ganzen, wo er getalkt hat, mit den Promis und so. Aber jetzt so eine Samstagabendshow, weiß nicht. Ich finde nicht den richtigen. Jetzt haben die so lange rumgemacht und jetzt waren sie ja am Pilawa dran und jetzt auf einmal der Lanz. Ich meine, das haben sie lange gebraucht, um sich jetzt wirklich dann für einen zu entscheiden. Mhm. Was genau findest du an Markus Lanz denn eigentlich? Also jetzt, du hast jetzt allgemein so ein bisschen abgekotzt, aber gibt es irgendwas, also was dich genau an Markus Lanz stört, außer dass er nicht Thomas Gottschalk ist? Ich weiß nicht, an Thomas Gottschalk ist nicht einfach... Ja. Nee. So eine Kamel im Raum? Nein. Schon wieder? Dann ist mein Lachen. Ach so, sein Lachen. Entschuldigung, ja. Da will ich dir nicht zu nahe, da will ich nicht auf den Höcker treten. Nein. Nee, also ich meine, an Thomas Gottschalk hat man sich einfach so angewöhnt, die letzten Jahre, wo er Wetten, dass gemacht hat. Genau. Und ja, und jetzt bei Markus Lanz, ja, ich meine, er kann gut durch seine Talkshow führen, ja, aber jetzt dann Wetten, dass, ob er das dann auch wirklich hinkriegt mit der Saalwette und das alles drum und dran.
Ich glaube, er kriegt das hin. Er ist ein guter Moderator. Ich habe mal so einen sehr schönen Artikel darüber gelesen, dass jetzt Wetten, dass quasi abgewickelt wird. Wie verstehen Sie Spaß? Also eine Sendung, die eigentlich quasi tot ist, wird dann noch von einem Moderator so, sag mal, überführt ins Krematorium. Und das soll Markus Lanz jetzt machen. Habe ich in so einem, weiß ich nicht, feuilletonistisch angehauchten Spiegel-Online-Artikel gelesen. Ja. Ja. Es ist einfach so, Jan, ich muss es sagen, ja, was? Du wärst der perfekte. Ja, du, ich sag's ja immer. Ja. Aber du, wir vom Radio, wir haben es schwierig. Zum einen sehen wir scheiße aus, ja, im Fernsehen, wir sind nicht HD-ready. Und bei mir ist das Problem, ich glaube, ich war ein bisschen zu aufdringlich. Ich hab's zu direkt gewollt. Ich habe ja mich auch gewundert, weil letztens warst du ja bei der Harald Schmidt Show, darf ich das übrigens sagen? Nein, darfst du nicht sagen, nee. Okay, dann sage ich nicht mehr. Nee, gut. Da muss man mich vielleicht dann auch ausbiepsen. Okay, machen wir im Nachhinein. Schneiden wir raus, ist ja eh alles aufgezeichnet. Nein, nein. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass du vielleicht ein Nachfolger wirst. Wäre auf jeden Fall nett gewesen. Von Thomas Gottschalk. Ja. Ja. Ja, du, Steffen, ich muss jetzt auflegen. Ich bin kurz unkonzentriert abgelenkt hier, ne? Ciao. Ciao, Jan. Ciao, tschüss, Steffen. Warum eigentlich? Ach so, ich gucke die ganze Zeit über Facebook rum und versuche sinnvolle Einträge auf unserer Seite dazu finden, lateline.de. Ihr könnt übrigens auch, weil das bei Facebook ist mir immer zu doof, weil da so viele Leute schreiben und die meisten, wie gesagt, einfach nur dummes Zeug schreiben. Besser, bitte bei lateline.de eure Sachen reinschreiben. Völlig richtig erkennt Jens, dass ich niemals der Richtige für Wetten, dass wäre. Genau, ich bin einfach zu mainstreamig für Wetten, dass. Thomas, 26, aus Eckernförde. Ja, hey, moin. Moin, endlich will einer Wetten, Wolf spielen, ne? Wir wetten, ja, genau. Wie lange Christian Wolf noch im Sattel bleibt. Ich habe gerade überlegt, bis Mittwoch, sage ich. Bis Mittwoch, so lange noch? Ja, bis Mittwoch. Das ist ja noch fast, das sind 6 Tage. Warum denn genau bis Mittwoch? Was ist denn am Mittwoch? Ist da irgendwas? Keine Ahnung, Aschermittwoch. In den Sinn gekommen. Am, ja, Aschermittwoch, genau, ist alles vorbei. Genau. Meinst du, ob er so viel Sinn für karnevalistische Traditionen hat? Ich denke nicht. Macht das mit dir als Bundesbürger, als jemand aus Norddeutschland, dass unser Bundespräsident jetzt eventuell demnächst die Immunität entzogen bekommt und dann wird dann richtig gegen ihn ermittelt? Was hältst du davon? Was macht das mit dir? Nichts, also mir persönlich macht das nichts, aber ich finde das gut, dass die Immunität ihm halt abgesagt wird, weil ich finde, dass überhaupt kein Mensch das Recht hat, über Immunität zu verfügen, da es überhaupt gar nicht demokratisch ist für mich. Ja, aber ich meine, es kann ja auch sein, dass das irgendeinem unwahrscheinlichen Fall, zum Beispiel, wenn irgendwie so ein Putsch geplant ist oder wenn sich eine, also man muss ja, die müssen ja einen gewissen Schutz müssen sie ja genießen. Sie wurden ja vom Volk oder zumindest von der Volksvertretung gewählt. So, und dann, also das muss man ja erstmal wieder rückgängig machen. Und das, also, dass man jemanden nicht sofort, das ist ja schon ganz gut so eigentlich, finde ich. Also ich finde es nicht, also ja. Das gehört nicht zur Demokratie. Okay, meiner Meinung nach, kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ja, natürlich. Und du meinst, er tritt am Mittwoch zurück, aber ohne Grund? Ja, genau, ohne Grund. Ich schreibe mir das einfach mal auf und dann werden wir das hinterher auswerten. Ja, Thomas, war das schon alles oder willst du noch was anderes sagen? Nee, das war alles, glaube ich, ne? Das war nicht alles, ja. Ja. Ja, ich amüsiere mich noch ein wenig und dann, ja, will ich auch pennen gehen. Was, arbeitest du in einem Amüsierbetrieb oder wo amüsierst du dich? Ich amüsiere mich zu Hause vom Rechner und am Radio hören. Ich höre zu und amüsiere mich. Was machst du denn parallel am Rechner? Das frage ich mich eh, weil viele Leute, die Sendung hören, machen immer parallel was am Computer. Was machst du dann parallel, während du die Sendung hörst? Ehrlich gesagt, gar nichts. Der läuft, aber nicht. Du ziehst mit der Maus so Rechtecke über den Desktop. Ja, okay. Ja, okay, fängst die Icons ein. Ja, genau, das stimmt sogar. Mhm. Das hält sich ja das. Ja, das mache ich auch immer ganz gerne. Icons einfangen. Okay. Hin, ja, genau. Und her und hin und her. Ja, ja. Das habe ich wirklich gemacht. Ich habe die Ordner ein bisschen sortiert. Was hast du? Ja. Genau, Ordnung fängt auf der Festplatte an. Ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ordnung fängt auf der Festplatte. Was hast du für einen Rechner? So einen richtig oldschoolen Athlon X2 ist das, glaube ich. Ah, oh, aus dem Athlon. Das schicke Hotel. Nicht schlecht. Ja, super, oder? Was war dein erster Rechner? Kannst du dich noch erinnern? Dein erster Computer? Wie bitte? Dein erster Computer. Das war ein Amiga 1000. Oha, ein Amiga. Mensch. Ja. Wie alt bist du bei meinem? 26. Ja, ja, gut, ja, stimmt, ja klar. Amiga, da bist du doch gerade so Amiga. Amiga 1000.
ich habe es glaube ich öfter schon erzählt, 486er SX25. Und immer wieder gern erzählt die alte Geschichte, Festplatte aufrüsten wollte ich damals. Damals haben wir noch alle selbst gemacht. Ne? Das war ja wirklich noch so, da bist du mit dem Schraubenzieher und vorher Heizung anfassen zum statischen Laden und so. Und da habe ich den aufgeschraubt, wollte eine neue Festplatte reinschrauben, 20 Megabyte gekauft. Und meinen Freunden erzählt, ich habe eine 20 Megabyte Festplatte. Und alle so, 20 Megabyte? Ja, die brauchst du doch niemals. Das kriegst du noch nie voll. 20 Megabyte. 20 Megabyte. Ja, heftig, oder? Ja, das war noch was. Gut, aber Thomas, genug in Erinnerung geschwelgt. Ich lege jetzt auf. Ciao. 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 0880, 5x5. Ich kann an dieser Stelle jetzt mal, wo wir gerade keinen Anrufer haben, erstmal sagen, anrufen. 0880, 5x5. Es geht ums Thema Kackewall, Fremdgehen und Wettenwulf. Ich möchte eine Aktion in Erinnerung rufen, euch in Erinnerung rufen, die ich, glaube ich, letzte Woche gestartet habe. Es geht um eine Aktion, die wir langfristig anlegen. Einsendeschluss ist, beziehungsweise Auswertungsschluss ist 30.09. Nee, Einsendeschluss ist 30.09., so heißt es. Es ist der böse Cook-Contest, der folgendermaßen funktioniert. Ihr müsst, wenn ihr einen neuen Personalausweis beantragt oder einen neuen Führerschein oder ein neues amtliches Dokument, macht man ja biometrische Fotos. Und ihr müsst biometrische Fotos machen, auf denen ihr so böse guckt wie möglich, aber nicht so böse, dass euch das Foto von der Amtsperson, bei der ihr es einreicht, um die Ohren gehauen wird und nicht akzeptiert wird. Also ihr müsst versuchen, einen Gesichtsausdruck zu machen auf dem Foto, der so böse ist wie möglich, aber gerade noch so normal aussieht, dass das Foto in euren Ausweis reinkommt. Und wenn ihr das geschafft habt, dieses Foto abgegeben habt und der Ausweis fertig ist, dann macht ihr von dem Ausweis eine Kopie oder fotografiert ihn ab oder scannt ihn ein und postet das oder schickt das an talk@lateline.de. Und am 30.09., das ist noch lange hin, weil wir berücksichtigen natürlich, dass das eine gewisse Zeit dauert, bis so ein Reisepass und Personalausweis und so angefertigt wird. Das dauert ja teilweise bis zu 10 Wochen. Berücksichtigen wir die Zeit natürlich noch. Also wenn ihr jetzt demnächst einen neuen Personalausweis macht, probiert das mal aus. Macht ein Foto, guckt so böse wie möglich, aber nicht so böse, als dass sich das Foto als Grimassenfoto abgelehnt wird. Reicht es ein und wenn der Ausweis mit diesem böse Guckfoto fertig ist, dann schickt ihr ihn uns und es gibt einen tollen Preis zu gewinnen. Und zwar von Alex aus Gießen. Der wird ihn organisieren. Hat er mir versprochen. Er hat mich auch schon angeschrieben. Ich habe aber noch nicht geantwortet, weil ich keine Zeit hatte. Und bitte macht mit, das ist eine tolle Aktion. Ich habe mein Personalausweisfoto, glaube ich, schon mal ins Netz gestellt letzte Woche. Ich mache es gleich nochmal, damit ihr auch wisst, wie es aussieht. Und ihr könnt gerne weiterhin anrufen, jetzt abseits dieser Aktion. Heute Abend 0880, 5x5. Christopher 28 aus Altschausen. Altschausen, genau. Altschausen. Jo. Wie geht's? Ja, kalt, aber sonst soweit supi. Kalt geht's? Jo. Nachtwache, 8-7 Stunden ist lang, also von 11 Uhr bis 7 Uhr und dann auch nach Hause fahre. Was bewachst du? Ein Solarpark. Hast du schon mal angerufen? Vorhin ja, aber da ging irgendwie niemand dran. Nee, ich meine, haben wir schon mal miteinander geredet? Ich war einmal schon, ja. Aber ja, ich meine, mich daran zu erinnern, glaube ich, dass ich schon mal mit jemandem gesprochen habe, der einen Solarpark bewachte. Ja, das kann, glaube ich, sein. Aber ja gut, ich habe einige Kollegen, wo auch immer hier Nachtdienst schiebt. Ja. Aber es ist ein einsamer Job erstmal als Nachtwächter, ne? Ja. Und ja, genau. Entschuldigung? Nein, mach nichts. Du wolltest was sagen? Ja, der Hanno sagt halt wirklich, der Hasenfuchs, gute Nacht, also da ist überhaupt nichts los. Aber warum müsst ihr das dann bewachen? Klaut einer Solarzellen im Winter vor allen Dingen? Ja, ich weiß nicht, warum die Auflage so gemacht worden ist, aber das ist halt, muss halt doch jemand immer ständig da sein, bis hier komplett alles fertig angeschlossen ist, die Zäune komplett aufgerichtet sind und da sind sie jetzt lang dran, aber solange man Geld verdient, ist das eigentlich egal. Es ist also, kann man zusammenfassen, ein sehr, sehr langweiliger Job, den du da hast. Oh, langweilig jetzt, das ist jetzt eigentlich nur die Nacht- und Objektüberwachung, aber sonst so, jetzt gerade Karneval, bei uns sagt man da Hanna Fasnet, da ist eigentlich immer was, ich verstehe kein Wort. Du sprichst mit fremden Zungen. Okay, gut, dann muss ich mich ja wohl ein bisschen anstrengen. Ja, wahrscheinlich hast du dich gerade schon versucht anzustrengen, aber ich kann diesen schwäbischen Dialekt, verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Mhm. Das ist für mich wie marokkanisch oder so. Also gut, so wie man jetzt bei euch Karneval sagt, sagt man bei uns Fasnet. Fasnet? Fastnet. Fastnet, genau. Fastnet. Fastnet, das klingt wie so eine Internetprovider. Fastnet.
Ja, das ist halt so ein schwäbischer Urdialekt. Okay. Und Da ich ja auch im Sicherheitsdienst arbeite, da kriegt man auch sehr viel mit, auch besonders mit Fremdgehen und so. Da fliegen einmal schon richtig dick die Fettsäume. Das ist also schon sehr extrem. Ich stelle mir vor, dass Karneval in Schwaben eher sehr gesittet abläuft und direkt hinter dem Karnevalszug so eine Brigade von 50 Hausmeistern in Blaumännern herumläuft, die Leute und die Leute auffordert, hinterher herzukehren, weißt du? Quasi, weil das der Schwabe nicht aushält, dass es schmutzig ist. So ungefähr, genau. Es ist so, ne? Man darf feiern, aber Grenzen muss es geben, auch im Karneval. Ja, die Woche da, Hanna. Also die Woche hier im Schwabeland auch mal sehr gut eingehalten, aber. Jetzt hast du wieder vergessen, Hochdeutsch zu sprechen. Ich habe kein Wort verstanden. Es ist doch immer sehr schwierig, da immer so auf Hochdeutsch zu reden oder halt mal probiert zumindest, aber halt wenn man im Schwabeland geboren ist, dann ist das halt immer ein bisschen schwierig, da sich auf die Sprache zu arg zu konzentrieren. Es ist, also du musst dich darauf konzentrieren, ich kann mir das gar nicht vorstellen, du musst dich darauf konzentrieren, Hochdeutsch zu sprechen, ne? Du musst dich richtig anstrengen, musst du dich. Das ist brutal. Was? Das ist sehr schwierig, ja. Das ist brutal. Das ist brutal. Und es klingt vor allen Dingen wirklich, also das klingt einfach, es klingt wie das Gegenteil, also jetzt will ich jetzt nicht zu nahe treten, aber es klingt wie das Gegenteil von weltläufig. Schwäbisch klingt wirklich so, wie das klingt eigentlich immer wie Dorf. Ja, wie das mal bei Frauentauschen RTL 2 mal gesehen habt, hat auch der Micky Krause gesagt, das Schöne an Schwäbisch, wenn die sich streiten, man versteht kein Wort. Ja. Ja, aber also man ist halt trotzdem angeekelt, weil der Dialekt so furchtbar ist. Ja. Aber damit muss man leben. Ja. Mein lieber Christopher, pass noch gut auf deine Solaranlage auf und bleib uns treu, ne? Wuri mache. Gute Nacht, gut Schnächtle. Ebenfalls, ciaole. Ciao, ciaole. Gut Schnächtle, nicht gut Schnächtle. Gut Schnächtle. So, jetzt lese ich hier mal ein paar von diesen Emails vor, die hier mal reinkommen. Wenn ihr übrigens das Gefühl habt, dass ich leicht unkonzentriert bin, das stimmt. Es liegt aber daran, dass hier zum einen der Fernseher läuft mit jetzt zurzeit Claudia Roth, die eine immer größer werdende Warze links neben der Nase hat. Und ich glaube, wie nennt sich das Diasthema, die eine Zahnlücke hat, wie Sabine Heinrich, die bekannte und sehr beliebte, immer gut angezogene Moderatorin von Unser Star für Oslo. Ich mache jetzt mal den Fernseher aus. So. Ich lese jetzt mal kurz, bis wir gleich zu Michael kommen. Ihr könnt übrigens weiter anrufen, 0880 5x5, Fremdgehen, Karneval, Christian Wulff. Egal. Lese ich mal eine Mail vor von Lina. Hi Jan. Also ich finde es nicht gut, dass Markus Lanz nun Wetten, dass macht. Tommy soll es doch lieber weitermachen. Kannst sowieso nicht verstehen, warum er Wetten, dass aufgegeben hat, um eine Talkshow zu machen. Naja, ist seine Entscheidung. Ach, der Wulff, der macht nicht mehr lange. Spätestens nächste Woche ist er weg. Jan, ich hasse genau wie du auch Kackerwahl. Deine Lena. Dankeschön, liebe Lena. Und Jana fragt mich, wurdest du schon mal an Kackerwahl betrogen oder wieso ist das ein Thema? Ja, Jana, ich wurde schon mal an Karneval betrogen. Und ich habe daraufhin meiner lieben Freundin Andrea Berg ein Lied geschrieben mit dem Text: Du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt, ich bin mit dir so hoch geflogen. Doch der Himmel war bewölkt. Keine Ahnung. Selma schreibt, ich glaube fast, dass ZDF Wetten, dass aufgegeben hat. Markus Lanz? What? Der passt leider genauso gut in die Show wie Wulff zum Präsidentenamt. Auch wenn man sagen muss, dass er seine eigene Talkshow sehr gut macht. Zum Wetten Wulff, Doppelpunkt. Der Typ wird niemals abtreten, solange er nicht wirklich auch nachher verurteilt wird. Er liebt einfach viel zu sehr die Vorzüge in seinem Amt und hat viel zu wenig Würde. Schreibt die Selma. Und jetzt reden wir mit Michael. Michi. Hallo Jan. Hi Michi. Ja, schön mal wieder mit dir zu reden. Haben wir schon mal miteinander geredet? Ja, vor 2 Wochen. Was? Ja. War ich da freundlich oder unfreundlich zu dir? Ich bin der Michael aus dem belanglosen Hannover, wie du gesagt hast. Und du bist es immer noch? Ja, genau. War ich damals unfreundlich zu dir oder ging so? Ja, es ging. Also ich habe schon gemerkt, dass du mich rausschmeißen willst. Am Ende, ja, weil wenn es dann langweilig wird oder wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn ich denke, ich würde gerne mal von meinem Schokoriegel abbeißen und jetzt der Anrufer stört mich im Hintergrund, ist nun mal so. Ja, das habe ich auch schon irgendwie mitbekommen. Ja. Nee, du hast mir heute echt aus der Seele gesprochen, muss ich sagen. Weil du auch Frieda Gold hast wie die Pest oder was? Ja, ich
dachte, ich wäre mit meiner Meinung da echt alleine, weil bei Enjoy wird die ja auch immer hoch gelobt und so. Ach so, oh, das wusste ich gar nicht. Also es ist natürlich nur eine Privatmeinung und meine Meinung ist nicht repräsentativ für Enjoy. Und ich möchte auch nicht Frieda Gold unter ihr Management zu nahe treten, aber ich meine, die Musik ist einfach nicht gut. Tut mir leid. Ja, und die zieht sich auch echt scheiße an, muss man sagen. Das ist mir egal. Ich finde nur, dass sie einfach, sie ist mir zu prätentiös und auch zu schnell aus der Kiste gekommen. Also das ist einfach, das geht mir alles zu schnell. Frieda Gold muss, also man muss, wenn man sich so verhalten möchte, mindestens 5 Jahre durchgehend Erfolg gehabt haben. Das hat sie nun mal noch nicht. Nee, also das stimmt schon. Also die Musik ist ja ganz okay, aber wie sie singt, ist scheiße. Ja, egal. Reden wir nicht über Frieda Gold. Du kommst ja aus Hannover und ich meine, da ist ja sicherlich die Hölle los. Eine ganze Stadt in Aufruhr, weil der berühmteste Sohn der Stadt, dem soll jetzt die Immunität entzogen werden. Verdammt nochmal, was ist denn da los? Das frage ich mich auch, wieso das eigentlich so hochgeputscht wird. Gepusht wird. Gepusht, ja. Nicht geputscht. Das heißt, du bist pro Wulf? Nee, ich bin nicht pro Wulf, ich bin anti-Medien, weil ich einfach finde, dass das, also dass die sich schon so viel Recht rausnehmen, da über Leute zu sprechen, in solchen Tönen zum Teil. Ja, aber ich meine, der ist ja Bundespräsident, über wen soll man sonst sprechen? Der ist ja quasi, der ist unser erster Repräsentant und wenn der ja, nicht tadel- und fehlerfrei ist oder zumindest größtenteils, dann haben wir echt ein Problem. Ja, aber es gibt dann schon wirklich so Artikel, da denkt man sich eigentlich, was sind denn das für Menschen, die das schreiben? Also ich bin ja nicht pro Wolf, aber es geht mir darum, dass irgendwie so die Medien so als vierte Gewalt so ein bisschen aufsteigen im Rang. Ja, die sind ja die vierte Gewalt und also beziehungsweise nicht im Verfassungsrang, aber es muss ja irgendjemanden geben, der den Politikern mal ein bisschen auf die Finger schaut, den Mächtigen die Maske vom den Spiegel von der Wand reißt und die Maske vor den Arsch hält. Was war das im Hintergrund? Das Problem ist nur als Politiker will man ja, man will ja eigentlich gar kein Politiker mehr werden, weil man immer unter Druck steht, dass man von den Medien irgendwie zerrüttelt wird da. Nee, das siehst du falsch. Ach, ja. Wieso denn? Wenn du dich wenn du dich freiwillig als Bundespräsident zur Verfügung stellst und dich damit in das exponierte Amt begibst und in einem großen Schloss wohnst und alle Privilegien genießt des ersten Mannes im Staate, dann musst du dir auch gefallen lassen, dass die Leute, die du repräsentierst, dir bei deiner Arbeit zuschauen und deine Arbeit beurteilen und wenn du sie nicht gut machst, dir sagen, hör mal auf damit, weil du bist ja nur quasi Bundespräsident von unseren Gnaden. Und wenn wir das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht richtig läuft und vor allen Dingen, wenn du dich irgendwie strafbar gemacht hast, dann fangen wir an. Was machst du da? Ich war gerade auf dem Balkon. Das klang so, als würde es sich auf eine Ente gesetzt. Nee, das war meine Tür. Oder auf ein Pupskissen. Aber ich meine, es geht ja darum, mit der Bildung, die diese Leute haben, kann man ja auch einfach in die Wirtschaft gehen und dort Mengen verdienen und in der Presse überhaupt kein Problem haben. Naja, je nachdem. Also es geht ja auch nicht nur um Kohle, es geht ja auch um Macht. Und ich glaube, der Bundespräsident hat einfach verwechselt das so ein bisschen mit wenn er jetzt ein Star wäre, ein Filmstar zum Beispiel oder ein berühmter Fernsehmoderator wie Thomas Gottschalk, dann wäre es ja scheißegal, ob er sich irgendwelche Privatkredite organisiert, weil er ist ja nicht gewählt worden und er ist auch nicht Repräsentant eines ganzen Landes und muss uns auch nicht irgendwie, der muss ja nicht nach Italien fliegen und uns und als ganzes Land repräsentieren als Thomas Gottschalk zum Beispiel. Der kann ja machen, was er will, der kann lustige Klamotten tragen, eine merkwürdige Frau haben und eine Sendung im Vorabend moderieren, das kann man im Zweifel geschmacklich scheiße finden, aber man kann ihm da nicht kann ihm nicht ans Bein pinkeln, weil es eine private Entscheidung ist. Aber er ist ja nicht Privatperson. Er hat als Privatperson Verfehlungen begangen, die auch sein Amt betreffen und beschädigt damit sein Amt. Und deswegen muss man sagen, als Bürger, also finde ich, als Bürger, geht mir der Hut hoch. Das ist schon richtig, ja. Also es ist ja nicht so, dass man das alles komplett übersehen soll. Aber manchmal geht es, glaube ich, ein bisschen zu weit einfach. Und ich wollte nur mal kurz hier dazwischen schieben. Da schreibt jemand bei Facebook die arme Ente. Also bei mir ist wirklich keine Ente gestorben. Das war nur eine Tür. Also, ach guck mal, da guckst du also, während wir miteinander telefonieren, guckst du hier bei Facebook, im Facebook herum. Ich gucke die ganze Zeit schon in Facebook herum. Im Facebook. Ente, im Facebook. Jan, was sagst du zu ACTA? Frag mich Lukas. Du, Lukas, das werde ich in letzter Zeit merkwürdigerweise oft gefragt. Und du siehst mich hier auch mit einer Guy Fawkes-Maske sitzen, Anonymous. Ich laufe quasi täglich damit rum, weil ich bin sowas von gegen ACTA oder pro ACTA.
Oder Sopa und Pipa. Ich bin auf jeden Fall gegen alles, was alle anderen Leute auch nicht gut finden. Und für alles, was andere Leute auch gut finden. Das ist meine Position zu ACTA. Und deine, Michael? Was ist deine Position zu ACTA? Ja, also so wie ich das mitbekommen bin ich dagegen, weil es hat ja alles hier mit also die, man sagt ja, es läuft auf Zensur hinaus und so und auf Kontrolle und das finde ich nicht toll. Nee. Finde ich auch nicht gut. Entschuldigung, ich hab gegähnt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt auflegen. Ciao, Michael. Ja, ciao. Ciao. Viel Spaß noch. Ebenso. 0880 5 mal die 5. Jan ist in der Leitung. Hi. Du hast schon mal angerufen. Ich weiß, ich kann mich an den Namen genau erinnern. Du bist ein Mädchen. Du bist Jan und schreibt sich Y-A-N-N-E. Jo. She's a lady. Und kommt aus Heidelberg. Genau. Hört uns also über das Ding. Nee, Livestream. Ich bin gerade nicht in Heidelberg wegen Semesterferien. Wo bist du denn gerade? In der Nähe von Hannover. Wo das denn? In der Nähe. Also, kannst du den Ort, kann man schon sagen? Nein. Warum nicht? Nein. Weil zu Hause dein Freund denkt, dass du woanders bist? Ja, genau. Ach so. Du willst über die Berlinale reden? Ach, das ist aber schön. Du warst bei der Berlinale? Nee, ich war nicht wirklich da. Ich habe nur, aber das ist mega die peinliche Geschichte, weil ich... die peinliche Geschichte? Ja, nicht so peinlich. Oder die peinliche Mega-Geschichte? Oder die mega peinliche Geschichte? Mega die peinliche Geschichte? Mega die peinliche Mega-Geschichte. Okay. Ich weiß nicht, ob das Montag oder Dienstag war, irgendwie das ZDF ARD Morgenmagazin. Ich habe keine Ahnung geguckt. ARD Morgenmagazin wahrscheinlich. Genau. Und da lief Anke irgendwie rum, weil sie ihren eigenen Berlinale-Palästchen oder ihr eigenes Berlinale-Palästchen bekommen hat. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Ja, total peinlich, weil irgendwie wieso ist die Sendung peinlich? Nein, warte kurz, weil ich dann halt, sie ist dann diese Treppen hochgegangen und ist zu ihrem Palästchen gegangen und aha, ich bin Anke und sitze hier und erzähle von den ganzen Stars und so. Und ich habe die ganze Umgegend beobachtet, in der sie da sitzt und dachte mir, hey, wenn du das nächste Mal da bist, kannst du ja vorbeischauen, ob das nicht so ein Ü-Wagen ist oder irgendwie so ein Glashäuschen, das du sofort wieder abbauen kannst. Mhm. Und dann bin ich da tatsächlich hingegangen und habe diesen Platz wiedergefunden und dann saßen da wirklich vier Leute drinne. Und ich glaube, einer war ein Praktikant, weil er schon so arrogant geguckt hat und so ein bisschen panisch, so nach dem Motto, warum kommt da jetzt gerade ein Mädchen und... Also ganz kurz mal, du hast quasi das Studio des ARD Morgenmagazins, in dem Anke Engelke die Berlinale Berichterstattung gemacht hat oder macht, gesucht und gefunden. Ja. Ja. Und da saßen dann, wer war da drin? Ich weiß nicht, vier Leute und einer davon war locker ein Praktikant, eine andere war bestimmt, also nicht die Managerin, aber so eine... Redakteurin? Ja, so diese älteren Frauen, die dann halt immer irgendwie unterstützend irgendwas machen und sind, aber eine wichtige Rolle spielen. Redakteurinnen, genau. Ja, wahrscheinlich die. Und dann, ich hatte irgendwie nichts zu verlieren, weil ich mir dachte, hey, kannst du klopfen und fragen, wo du Anke findest? Und dann wollte ich an diesem Haus klopfen und in dem Moment ist diese Redakteurin panisch herumgewirbelt und hat einen kleinen Aufstand gemacht, weil ich glaube, ich sah ein bisschen stalkermäßig aus in dem Moment. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass ich nicht die Einzige war, die zu diesem Häuschen gegangen ist. Aber irgendwie gab das dann keinen Aufstand und dann bin ich schnell weggelaufen. Und das war sehr unangenehm in diesem Moment. Ja, und weißt du, weißt du noch, wie die Redakteurin ausgesehen hat? Nee, aber ich muss mal gucken. Ich habe, glaube ich, ein Foto. Also, wirklich? Ich habe ein Foto gemacht von diesem Palästchen, weil ich das halt so cool fand. So, aber da sieht man da Leute drauf? Man sieht eine blonde Frau von hinten, die vielleicht Anke sein könnte, was ich aber nicht behaupte. Ja, weil Anke hat Strähnchen jetzt in letzter Zeit. Ne? Ja, ich weiß. Ich kann es ja, soll ich es auf der Late-Line-Seite posten? Facebook-Post, ja, aber sofort bitte. Sofort. Moment. Ich sag dir Bescheid, wenn ich es abgeschickt habe. Ja, ganz wichtig, weil ich kann da bestimmt, sag dir nicht hin, das ist ja Wahnsinn, toll. So, wie findest du die Sendung denn? Was denn, Ankes Dingspalettchen? Ja. Oh Gott, das habe ich nur einmal durch Zufall gesehen und dann auch nicht mehr. Ach so, okay. Also, hatte ich jetzt nicht als junger Mensch an der ARD gehalten bislang. Ah, weiß ich nicht. Ich war auch aber gar nicht wirklich da zu der Zeit, wo das, also immer, also ich habe das dann am Montag oder Dienstag zum ersten Mal gesehen und war aber zu der Zeit in Berlin und halt nicht nur zu Urlaubszwecken, sondern weil ich die ganze Zeit irgendwie rumgereist bin und deswegen hatte ich gar keine Zeit, Fernsehen zu gucken. Das habe ich bisher nicht nachholen können. Moment. Okay, alles klar. Ich bin jetzt gespannt, wie schnell das geht hier bei diesem... Ich auch. Im Facebook. Na? So. Haben wir schon. Ha, postet. Ah, guck mal hier, Caro. Hm? Oh. Gucken wir mal hier. Late Line. Hä? Schauen wir mal. Da. So, da ist guck es. Guck mal, rechts im Bild, die Frau, die da telefoniert. Rechts im Bild, die Frau, die telefoniert. Ja. Ja, kenne ich.
Erkenne ich sogar von hinten. Erkenne ich. Ich möchte nicht sagen, wie sie heißt, aber ich kenne sie. Okay. Wirklich? Mhm. So, und da sitzt also Anke Engelke immer drin und macht ihre Sendung. Ja. Ah, guck mal. Das sieht aus wie am Berlinale Palast, ne? Also hinten an diesem großen Kino. Ja, exakt. Genau, da ist es auch. Mhm. Ich war auch am Sonntag und am Montag in Berlin und wollte auch Berlinale Filme gucken. Ich wollte eigentlich nur Iron Sky sehen, also diesen Film mit Nazis im Weltraum. Mhm. Meine beiden großen Leidenschaften, Nazis und Weltraum. Mhm. Vereint in einem Film mit gruseligen Kostümen, Udo Kier in der Hauptrolle, aber ich habe leider keine Karten mehr bekommen. Und dann bin ich da rumgelaufen, wollte mich in Schlangen anstellen, hab's dann aber sein lassen und dann war es auch so kalt und doof und ich war genervt und dann bin ich einfach wieder nach Hause gefahren. Ja, war ziemlich kalt in Berlin, das stimmt. Ja, brrr, war das kalt. Ich war ja im Maritimhotel. Ladida, wieso denn das? Hast du da gewohnt? Ja, was heißt gewohnt? Ich meine, was man so in einem Hotel macht, 3 Tage lang. Aber genau. Und da war ja zu der Zeit auch der Schauspielerpreis. Irgendwas war da. Ich habe das nicht ganz mitbekommen und ich wusste das auch nicht. Und an dem Tag war auch irgendwie der Bachelor da. Wobei ich den Zusammenhang zwischen Bachelor und Schauspielerpreis irgendwie nicht verstehe oder sehe. Aber der war auch da. Das war spannend. Aha, okay. Wie, was? Momentchen mal, ganz, ganz kurz Moment. Du hast den Bachelor gesehen? Ja. Und hat er dir eine Rose gegeben? Aber ohne Begleitung, aber wahrscheinlich war das eher so, weiß ich nicht, redaktionstechnisch, weil ja eh keiner wissen darf, wer ist denn in, Moment, war das Finale nicht schon? Was? Nee, das Finale heute war bei unser Star für Baku. Nein, aber vom Bachelor ist das nicht. Nee, ich glaube noch nicht, oder? Was? Weiß ich nicht. Ich Doch. Glaube, Katja ist rausgeflogen. Das war die fast mit ihm geschlafen hätte. Leider kann ich das nicht gucken, ohne mich zu übergeben. Deswegen weiß ich nicht genau, was da Sache ist. Diese eine aus Hameln ist die Ex-Freundin von meinem Bruder. Was? Das ist total witzig. Heute fallen mir total viele Sachen ein, die eigentlich richtig relevant sind. Und die fallen einem immer so, nee, oh Gott, ich hab grad... Was? Ja, wie was? Jan? Mhm? Ich bedanke mich schon mal für die vielen kleinen Informationen rund ums um Ankes Berlinale-Palästchen. Das interessiert mich persönlich sehr. Ja, bitte. Und wenn du noch mehr Fotos hast, poste die gerne. Das interessiert mich persönlich auch sehr. Mhm. Und wenn du Neuigkeiten vom Bachelor hast und wenn du mir, also warum, also 3 Tage mit 19 im Maritim, Hut ab? Mit meiner Mutter, das war, glaube ich, ganz okay. Ja, das Hotel ist okay, also es ist ein gutes Hotel. Es riecht ein bisschen nach alten Menschen und es sieht auch danach aus. Ich weiß nicht, was Leute mit Maritim haben. Achso, vielleicht, es gibt ja mehrere. Welches Maritim in Mitte, war das denn? Bei den Botschaften. Bei welchen Botschaften? In Mitte ist alles voller Botschaften. Echt? Oh, keine Ahnung. Bei der ägyptischen und bei der südafrikanischen irgendwie. Die waren in der Nähe. Und bei der österreichischen oder schweizerischen. Keine Ahnung. Okay. Also war eher so mittel oder was das Hotel? Eher so geht so? Wenn es nach alten Menschen roch? Es war okay. Also es war ein ganz normales Hotel. Keine Ahnung. So, wir gucken mal kurz, was die Leute unter deinem Foto schreiben hier. Okay, dann gucke ich auch mal. Hier, guck mal. Erik schreibt, Jan erkennt alle von hinten und... Stimmt, ich erkenne auch alle von hinten. Und dann schreibt noch jemand, Jan ist ein hübsches Mädel mit einem sympathischen Charakter. Oh. Und Pascal schreibt, Jan die kleine Sau. Ja. Das ist halt Facebook, das ne? Das bist du dann. Das ist halt ja, das bin ich. Also ich, genau. Das ist halt Facebook, ne? Meine Freundschaftsanfragen steigen gerade auch rapide. Ja, ist es nicht als Frau eh nervig? Unangenehm. Ja, ich habe extra auf den Ausschnitt geachtet. Er ist nicht da, oder? Nee, er ist nicht da. Man sieht keinen Ausschnitt. Nee, das stimmt. Ja, gut. Ich habe extra mal Fotos mit Ausschnitt, damit die Freundschaftsanfragen bei mir so richtig nach oben gehen. Aber irgendwann ist auch, weißt du, the sky is the limit, sag ich nur. Was ich bei dir auch lustig finde, ist, dass du hast ja irgendwie 2 Seiten. Eine Seite, die halt als Seite ist und das andere als Profil. Und du bist eine Zeit lang nie über 3888 Freunde hinausgekommen, obwohl du jeden Tag ungefähr 20 Leute geaddet hast. Wirklich? Ja, wirklich. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Total krass, das ist mir einmal aufgefallen und seitdem habe ich immer darauf geachtet, nicht, dass ich ein Stalker bin, aber ich fand das dann doch faszinierend, dass ja gleichzeitig immer irgendwie 50 Leute abspringen müssen, während du die nächsten addest. Ja, weil ich dadurch, dass ich 50 Leute hinzufüge, 50 Leute verprelle, weil die sagen, wenn der mit dem befreundet ist, dann bin ich nicht mehr mit dem befreundet. ehrlich gesagt, ich pflege diese Internetseite fast gar nicht selbst, sondern das sind ausschließlich studentische Hilfskräfte und blinde Praktikanten, die das machen. Weißt du, weil mir fehlt die Zeit. Jan, mir fehlt die Zeit. Ich muss einmal in der Woche Late Line moderieren und ansonsten schlafe ich halt viel und
und schlafe halt viel und da habe ich einfach keine Zeit zu für sowas. Ja. Also Jan, schön, dass du angerufen hast und vielen Dank für deine Informationen von der Berlinale und bis bald mal wieder. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ciao. Ciao. 0880 5 mal die 5 und Nick 7027 from Hamburg. So sieht's aus, ja. Hey Nick. Moin. Du bist auch wirklich in Hamburg, ne? Ja, ja, ich bin in Hamburg. Gut. Du bist 27 Jahre alt, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit, dem Club 27 beizutreten. Aber toi, 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 das wollen wir nicht hoffen, ne? Bist du berühmter Musiker? Nee. Nee, bin ich nicht, nee. Was machst du beruflich? Ich bin beruflich Investmentberater. Haha! Was empfiehlst du mir denn so? Also, angenommen, ich hätte jetzt, sagen wir mal so, angenommen, ich hätte jetzt Geld. Mhm. Wo soll ich mein Geld investieren? Am besten in Rohstoffe. Rohstoffe, was denn zum Beispiel? Gold, Silber, Platin, Palladium. Wie sieht's aus mit Lebensmitteln, die wir den Afrikanern wegnehmen können? Das ist ja auch mal gern. Also unmoralisch, aber natürlich eine tolle Anlage. Unmoralisch, leicht verderblich, unsinnig, nicht lange lagerbar. Sollte man nicht machen? Nee, ist blöd. Kannst du in 3 Jahren nichts mehr mit anfangen. Sonst hätte ich mir einfach mal für 70.000 Euro Mais gekauft. Aber nur afrikanischen Mais, damit die Afrikaner nicht so viel zu essen haben. Und ich ganz viel Geld verdiene. Nee, da kannst du nicht so viel Geld mitmachen. Aber es gibt ja solche Anlagen. Es gibt Leute, die sowas machen, ne? Das gibt es, ja. Ja, unglaublich. Lohnt sich aber nicht so wirklich. Was geht momentan am allermeisten im Investmentbereich weg, also außer Rohstoffe? Also, weil Gold ist ja momentan, was ich gelesen habe, der Goldpreis geht wieder nach unten. Richtig, Gold geht nach unten. Ganz, ganz kurz erklärt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, greifen die Leute auf Gold und Silber zurück. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, greifen sie so auf Platin und Palladium zurück. Was? Ja. Echt? Ja, ist echt so. Weil Platin und Palladium sind Industrierohstoffe und die werden in der Industrie gebraucht. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, wie gesagt, dann haben wir dann die richtig gute Nachfrage. Mhm. Und wenn es der Wirtschaft schlecht geht, dann siehst du auch in jeder Zeitung, ich könnte Focus Money empfehlen, etliche andere Fachzeitschriften befassen sich immer mit dem Thema der sichere Hafen, Gold und Silber. Ach, das wusste ich gar nicht. Also Palladium und Platin sind, weil die Industrie die braucht für irgendwelche Verarbeitungsprozesse, wenn die quasi die Wirtschaft brummt, dann brauchen die mehr davon, dann werden sie teurer. Richtig, zum Beispiel Hybridmotoren, Automotoren, Dieselmotoren und Handys. Das heißt, perspektivisch sollte man, weil ja Hybridmotoren quasi, das ist ja ein steigender Markt, wachsender Markt, könnte man in Platin investieren. Richtig. Interessant, du bist aber ein Fuchs. Ich mache jetzt alles aus Platin. Alles, was ich mir kaufe, ist in Zukunft aus Platin. Sehr gut, ja. Ja. So, kommst du mal bei mir in Hamburg im Büro vorbei. Du bist auch aus Hamburg, ne? Ich bin aus Bremen. Ich bin aus Bremen. Tut mir leid, ich bin nicht aus Hamburg. Aber ich bin ab und zu mal in Hamburg. Aber ich habe tatsächlich gar kein Geld, absolut kein Geld, weil ich das immer sofort ausgebe. Immer wenn ich Geld habe, gebe ich das sofort aus für sinnlosen Quatsch. Am Kaugummiautomaten. Genau, ja. Stecke ich irgendwie Geld rein ohne Ende. Ich bin bei McDonald's. McDonald's, bin oft in Spielhallen, drücke die Sonne auf 100. Bin mit bloßer Aufzug. Ja, genau. Und viel Glücksspiel im Internet. Super. Und halt die Frauen sind wahnsinnig teuer. Das ist halt das Problem. Ja, das auch. Besonders in Hamburg, ja. Ist das so? Ist es in den Frauen in Hamburg teuer? Ja, kommt drauf an, welche, ne? Das war jetzt eine Fangeantwort. Genau. Lieber Nick, wir wollen aber nicht über Menschen reden, die gerne in Bordelle gehen, sondern wir reden über Bundespräsident Christian Wulff. Der hat mit sowas überhaupt nichts am Hut. Richtig. Und du glaubst, dass Wulff strafrechtlich nicht verfolgt wird, weil die Immunität überhaupt nicht aufgehoben wird? Also ich halte das für unwahrscheinlich. Ich denke mal, da ist wieder so das Thema Medien, hattest du vorhin auch mit einem anderen Hörer mit besprochen. Ich denke mal, dass die Medien das einfach viel zu hoch, hoch. Aber ich meine, es gab es ja wirklich noch nie in der 300-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass gegen einen Bundespräsidenten ein Immunitätsaufhebungsverfahren eingeleitet wird. Was ja, also ich erinnere mich noch an diesen unsympathischen Jörg Taus, der jetzt bei der Piratenpartei irgendwie so mit rumleiert, der unter dem Vorwand dagegen vorgehen zu wollen, irgendwelche Schmuddelbildchen im Internet sich angeguckt hat, dem wurde ja auch die Immunität entzogen und da wurde dann ermittelt und dann hat er sein Mandat daraufhin verloren. Ich meine, das machen die schon nur, wenn sich das auch lohnt, ne? Ja, klar. Ja, gut, aber ich meine jetzt so ein gesponserter Urlaub. Aber der ist Bundespräsident, der kann das nicht machen. Weil ich sag dir mal ganz ehrlich, ich bin ja bloß ein puppeliger Fuzzi-Radiomoderator. Und es gibt, weiß Gott, wirklich viele Gelegenheiten, wo man, wenn man in so einem Job arbeitet, Sachen in den Arsch gesteckt bekommt. Also wirklich, also von umsonst Telefon bis hin zu sonst irgendwas. Man erkennt diese Gelegenheiten
100 Meter bei Nebel gegen den Wind. Man erkennt sie immer, man weiß immer, und wenn man solche Sachen annimmt, weiß man immer, dass es eigentlich was ist, was man nicht machen sollte. So, und ich habe noch irgendwie, also ich weiß noch, ich habe so zwei, drei Geschichten, wo ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es schwach geworden ist oder nicht drüber nachgedacht habe, und im Nachhinein gedacht habe, was habe ich mich gerade mit so einem, für so einen billigen, für irgendeinen billigen Fusel oder irgendwie sowas, so ein Goodie-Bag, das man dann so mitnimmt, korrumpieren lassen. Es macht einem nachhaltig ein schlechtes Gefühl, und der Typ hat sich Urlaube bezahlen lassen, der hat sich einen schmierigen Kredit irgendwie, und der ist vor allem Bundespräsident und nicht ein fummeliger Radiomoderator, weißt du? Ja, gut, okay, stimmt schon. Auf der anderen Seite, ich meine, ja, ich weiß auch nicht. Also ich sag mal, Leute, die Geld haben oder ein bisschen Ansehen haben oder sonst irgendwas, die machen auch ohne Ende Schmu. Ich meine, guck dir Michael Ammer an. Er ist auch bekannt geworden, weil er irgendwie mit einer Minderjährigen angeblich was hatte. Die Bild-Zeitung hat da 3 Wochen die Titelseite mit gefüllt. Der macht immer noch Koks und Nuttenpartys. Interessiert doch keine Sau, was der macht. Ja, aber Michael Ammer ist ja auch nicht Bundespräsident. Nee, gut, aber trotzdem. Und ich finde einfach, ja, der hat einen Urlaub gesponsert gekriegt. Oh mein Gott. Ei, aber das ist der Bundespräsident. Und er hat ihn sogar danach noch in bar bezahlt. Ja, ja. Ja, weißt du, in bar bezahlt, ne? In bar bezahlt man ja auch, wenn man mal Freunde bei sich in der Wohnung ein paar handwerkliche Arbeiten erledigen lässt, bezahlt man die auch gerne in bar, die Freunde, ne, die man dann so einlädt. Und man weiß genau, was Bargeschäfte sind. Bargeschäfte sind Geschäfte, die man nicht so gut nachvollziehen kann und wo es auch hättest du auch überweisen können, wie sich das gehört für so ein Geschäft. Vor allem für ein Geschäft von einem Bundes- oder Ministerpräsidenten. Du kannst nicht irgendwelche Deals machen und dann in Cash bezahlen. Also, ja. Wobei es heutzutage ist eigentlich alles möglich. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass irgendwer den Präsidenten gar nicht mag, irgendwer aus der gegnerischen Partei sonst was und das Ganze ein bisschen inszeniert hat vielleicht. Meinst du wirklich, es ist ja nur die eine Geschichte. Es ging ja nur um dieses Sylter Hotel. Da hat dann irgendeiner gesagt, dass angeblich das Bargeld übergeben wurde und angeblich und hin und her. Es ist aber nur diese eine Geschichte. Ich meine, wenn das jetzt jeden Tag passiert, okay, dann könnte man sagen, wisst ihr was, nimm mal einen neuen Präsidenten, der ist blöd, der macht krumme Dinger. Ja, aber guck mal, der hat zum Beispiel als Ministerpräsident angeschoben, dass dieser David Grunewald, dieser Filmproduzent, eine Landesbürgschaft bekommt in Höhe von mehreren Millionen Euro vom Land Niedersachsen für eine Briefkastenfirma, die überhaupt nicht existiert hat, die es gar nicht gegeben hat. Wo man sich fragt, wie kann denn das sein, dass das Land für eine Firma bürgt, die es gar nicht gibt? Da muss ja irgendwelche Verbindungen geben, die, sagen wir mal, stärker sind als irgendwelche seriösen Prüfungsverfahren. Und wenn das Wulff als Ministerpräsident angeschoben hat, dann muss man sich schon mal fragen, ob das nicht eventuell dann sowas ist wie Vorteilsnahme oder Bestechlichkeit ist ja dann nochmal die schärfere Form, aber dass da irgendwas gemauschelt wurde, was einfach nicht korrekt ist. So, es klingt einfach, es riecht einfach alles danach. Ja. Es riecht einfach so. Es ist irgendwie, ich finde es auch merkwürdig, dass der Bundespräsident dann allen Ernstes sagt oder über diesen David Grunewald dann hinterher sagen lässt, dass der den Hotelaufenthalt in bar bezahlt hat. Also, ja, gut, die Sache dummere ist schon. Ausreden gibt es ja wirklich kaum noch. Ja. Weißt du, wenn man sowas beim Finanzamt durchgeben würde als normaler Bürger, würde das Finanzamt sagen, ja, sicherlich, Herr Böhmermann, in bar bezahlt, zwinker, zwinker, so. Und jetzt gucken wir uns mal ganz genau an. Weißt du, das würde das Finanzamt sagen. Und jeder Ordnungsamtsmitarbeiter, der von irgendeiner älteren Dame als Dankeschön, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht hat, eine Schachtel Merci bekommt, muss sich dafür bei seinem Dienstherrn rechtfertigen. Und der Bundespräsident, bei dem ist es in Ordnung, wenn er einen Urlaub gesponsert bekommt, das ist irgendwie nicht gut. Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich, also ich muss grundsätzlich sagen, Nick, ich gebe dir recht, eigentlich ist es mir total scheißegal. Ich will einfach nur, dass es endlich aufhört mit diesem Gelaber. Ich habe einfach nur keinen Bock, mir diese Geschichten anzuhören. Man soll jetzt endlich zurücktreten, damit Ruhe im Karton ist. Verdammt nochmal. Gut, auf der anderen Seite musst du auch bedenken, die Bild-Zeitung muss auch mal ihre Seiten füllen. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Tage, das Wochen jetzt schon auf der Titelseite und die Zeitung füllt und so. Und die müssen auch was zum Schreiben haben. Ne? Aber die richtig wichtigen Themen lassen sie dann wieder weg. Ja, aber guck mal hier, Hannes zum Beispiel schreibt gerade bei Facebook, im Facebook schreibt der, Gutenberg hat es gleich richtig gemacht. Der hat einfach alles zugegeben. Muss man im Nachhinein sagen, stimmt. Also der hat einfach, er hat zwar einmal sich kurz gewunden, aber dann gemerkt, oh, da kommt er nicht mehr raus aus der Nummer. Und dann hat er gesagt, okay, es war so, ich habe einen Fehler gemacht, ciao, ich bin weg. Und er kommt bestimmt wieder. Aber Wulff, also das ist ja der absolute Adolf Sauerland-Klettverschluss-Effekt. Na gut, ja, also ich sag mal, wenn es dann zum Prozess kommt, dann ist er natürlich auch selber schuld. Ja, also genau, also wenn, also ich meine, wenn es zum Prozess kommt, so weit wird es nicht kommen wahrscheinlich. Es wird so weit kommen, aber dann ist er nicht mehr Bundespräsident. Also wenn seine Immunität aufgehoben wird, spätestens dann tritt er zurück, 100%ig. Aber wenn nicht sogar schon morgen oder übermorgen. Ich jetzt mal Stichwort Wetten Wulff, meine Wette ist, er tritt morgen zurück. Ach, das Wetten Wulff-Spiel, ja, genau.
Wann tippst du, wann tritt er zurück? Du sagst gar nicht, oder wie? Ich sag, in letzter Minute gibt es da noch irgendeine nette Erklärung von der Partei oder wir entschuldigen uns ganz riesengroß und das stimmt alles gar nicht, was die Bild-Zeitung schreibt und dann geht's ganz normal weiter. Der Einzige, der momentan ihm noch das schwarz-rot-goldene Fähnchen hält, ist ja eigentlich Peter Hinze, der Pfarrer und ehemalige CDU-Generalsekretär. Das ist der Einzige, der überhaupt noch sich hinstellt und sagt, der Wulff hat überhaupt nichts gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es im Bundestag eine Abstimmung gibt über die Aufhebung der Immunität, dass dann wirklich die komplette CDU-CSU-FDP-Fraktion geschlossen dagegen stimmt, dass die Immunität aufgehoben wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind auch hier eine Spaßsendung, eine satirische Comedy-Show. Wir müssen uns mit so einem Scheiß überhaupt nicht beschäftigen. Nick, schön, dass du angerufen hast. Ich habe dich jetzt total zugequatscht. Das habe ich von Gottschalk gelernt. Denn von Gottschalk lernen heißt siegen lernen. In diesem Sinne, gute Nacht, ne? Ja, danke ebenfalls. Ciao. Ciao. Ich bedanke mich bei unseren Sexgranaten, Sejan und Sophia und bei Marc, auch eine Sexgranate, aber auf eine andere Art. Lieben Dank auch an Nina Stein, Daniela Jensen, Manuel Brandt, Jan Vorderwilbecke und das ganze Late-Line-Team, ohne das diese Show nicht möglich wäre. Mein Name ist Jan Böhmermann und wir hören uns nächste Woche nicht wieder, weil ich da in der nächsten Woche Geburtstag habe. Und da werde ich nämlich also wirklich alles machen, aber nicht hier sitzen. Ich werde dann mich schön mit ein paar Kumpels in Puff gehen. Oder zu Hause sitzen und mir selbst einen Kuchen backen. Also nächste Woche sitzt hier wahrscheinlich jemand anders. Das wissen die Kollegen noch nicht. Es ist eine Überraschung, dass ich jetzt nächste Woche nicht kann. Aber ich habe mir gedacht, ein bisschen einen freien Abend an seinem 20. Geburtstag. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. In diesem Sinne, in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dann, euer Jan. Ciao, gute Nacht. Tschüss, tschüss, bye, bye. Euer Jürgen Domian. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.